No, we have a chapter where we look back to things which are important for us. That we have some different aspects we have to look after. And we have decided that we don't want to have one long lecture, but we want to have different impulses. So in order to not waste our time, I would like to start with a very interesting person. This is Yanis McDavid. He was in the Rudolf Steiner School in Bochum. I think he will speak about that. He's an author. And he's a motivation trainer, but not only in a small room in a backyard, but in large halls, because there's something he has to offer. So I'm very happy that it was possible for him, although he has a new appointment tomorrow in Kassel. I'm very happy that it was possible for him to come. And let us greet him together, Mr. Yanis McDavid. Oh, this was not the right introduction. In the beginning, we have a film, and then we will have, then we can see Mr. Yanis McDavid. And so there's no better way to start. Yanis, the floor is yours. I had fooled myself for a long time. I just wanted to hide myself. It was really embarrassing because what should my father think of me? I was always telling him, well, I want to become a motorcycle policeman. I'm in South Africa to hold motivational speeches. I was invited by UNICEF for the management team meeting to make a kind of a inspirational kickoff. And later on to a safe park in Soweto here with children, to motivate children and to tell them how it is to accept yourself when you are different. You are so special. I think the essence of my message is that we can achieve much more if we manage to accept our situation. So for me, this was a very important step to really accept my situation, my body, how I am, because afterwards I'm able to take my life into my own hands. And I can achieve many more things than before and can be much more motivated. And this is, I think, the essential topic for UNICEF to be motivated and to keep on going. And projects like the Safe Park, for example, they have a very important role, I think, in order to train people, to train children, to be self-confident, because this is something you can learn, you can train, and also to accept your situation is something that you can learn, to accept your body or to accept whatever, and to really get to know who you are. Yeah. Were you the only one that was disabled at school, or there were others at school? I was much more shy in this age, yeah, really. I would never have gone to a stage to ask someone a question, never. And even in a different language, not in my own mother language, yeah. And I was really impressed by this. And this showed me that the work they do here is important and successful. You are the key to the broken hearts, minds, and souls. So I want you to know that no matter what you're going through, or what the situation is, you can't use poverty as an excuse. What I can say to you is, you are who you are for what you are. You are the person who can do many things like me and the rest of us. You are truly God's miracle. Thank you. I was very impressed with this poem because it showed me that this girl really thought about my situation, and then she made this poem. And what she said is very important as well, to be positive, and that to be different is normal. I can just jump like this. What is important for me is to really live my best life. And I want to motivate other people to live their best lives as well. Because
the life is our life, yeah? And we need to take our lives in our own hands to really be able to, yeah, to live our best life. But what is important for this is, in a first step, to accept yourself, because then you are able to deal with all the challenges that are in front of you, and you can find such a power inside yourself when you accept yourself that is incredible. With just this one decision I made to accept my situation, I've completely changed my life. Hallo. Bevor ich anfange, before I start, I would like to give you something personal about me, because when you look at me, then I think you can see something here. You recognize something special. When you see me here, then you might think, yes, okay, he needs a lot of time. And yes, indeed, this is a problem of time here every morning again, until you have the hair like you want to have it. Oh, it's terrible. I think some of you know it. But I have seen a short time ago that there are moments when I can save my time. I see that always when I'm together with my friends and we are on the road, and then someone says, Hannes, I want to go into this shoe shop for a short period of time. And then I remember how much time I can save. But okay, I have a kind of shoe. It looks different. It's a little bit high tech. But I have the best high heels on the other hand. And I can adjust the height I would like to have. Okay, but no problem. I don't want to fill this evening with problems like that. But in my short session, I would like to focus on what I believe what is the most important in life. Because when I have one thing in Waldorf school, then it is to do philosophy about life, for example, in the morning under the shower. Then it has not such good impression on me. But today I would like to talk about what I believe what the most important is in life. Because me, personally, for a long time I never realized that I'm different than other people. Indeed, I felt like a totally normal child, like all the others. It was clear to me, okay, you are running with a wheelchair. But it was not a difference for me, because I thought other children, okay, they have red shoes and other have black shoes, so you have a very yellow wheelchair. So for a long time it was not clear to me, and always I wanted to become a motorcycle, a policeman. I found it very exciting to ride a motorcycle during pedestrian roads and hunting for thieves or something like that. But on one morning, suddenly, everything changed. And I can remember that morning like it was yesterday. At that moment, I was at home. Without my wheelchair, I was out without my wheelchair. And we slept a little bit long, so we were in a hurry. And in order to become faster, I jumped down to the ground. And suddenly, I looked at the new mirror in the wardrobe. Oh, shock. Was that really me? What I have seen in that mirror was something like only a body with a head and a trunk. Me, myself, I had a totally different image of myself. Was that really me?
a body of a trunk and a head. And maybe I felt like Adam and Eve in the beginning when they recognized that they are naked. But what should my parents think about me? Because I always talked about the fact that I would like to become a motorcycle policeman. So I lied to myself. And in that moment, I only wanted to hide myself in a hole. Realisierte dann immer mehr und mehr, auch als Jugendlicher, wie wenig ich an meiner Situation verändern kann. Dass egal, was ich tue, ich immer anders aussehen würde. Aber ich wollte es nicht akzeptieren. Ich wollte so nicht sein. Ich wollte schlicht und einfach nur ein ganz normaler Erwachsener werden, so wie alle anderen auch. War das denn zu viel verlangt? Ich realisierte immer mehr und mehr, dass egal was ich tue, ich mein Aussehen nicht verändern kann und wollte es aber trotzdem verändern und habe ausprobiert, mit Prothesen schlussendlich zu laufen. Weil die Prothesen hätten mir, ähnlich wie der Rollstuhl, die Möglichkeit gegeben, auf Augenhöhe zu sein. Und nicht nur das. Ich dachte mir, wenn ich erst einmal diese Prothesen habe und damit laufen kann, dann brauche ich ja nur noch eine lange Hose und ein langärmeliges Hemd anziehen und dann fällt es gar nicht mehr auf, dass ich anders bin. Dann bin ich endlich normal. Ich habe mit diesen Prothesen geübt und geübt und geübt und nach ungefähr einem Jahr war ich gerade mal in der Lage, langsam einen Schritt vor den anderen zu setzen. Ich wollte aber auch nicht mein Leben lang mit Integralhelm durch die Welt laufen. Und so war für mich klar, okay, das mit den Prothesen, das funktioniert vielleicht doch nicht. Ich muss gestehen, ich habe nur eine Sache bei den Prothesen so wirklich bereut, nämlich die Möglichkeit, anderen Menschen damit mal so ein bisschen in den Hintern zu treten. Ja. Aber verratet es nicht weiter, bitte. Ich finde es eine unheimlich faszinierende Fähigkeit, den Fuß zu heben. Ja. Aber das Gleichgewicht auf zwei Beinen zu halten, ist irgendwie gar keine so einfache Übung. Erstmal überhaupt das Gleichgewicht im Stehen zu halten, war schon keine einfache Übung für mich. Also Glückwunsch an euch. Ich habe euch vorhin beim Reingehen ein bisschen beobachtet. Ihr scheint es alle relativ gut hinzukriegen, ja? Bis ich schlussendlich als Jugendlicher irgendwann zu einer Frage kam, von der ich heute sagen würde, dass es, glaube ich, eine der zerstörerischsten Fragen ist, die wir uns als Menschen überhaupt stellen können. Und ich bin zu dieser Frage gekommen und ich habe mir selbst diese Frage gestellt, aber ich habe sie nicht nur mir gestellt, sondern ich habe sie auch meiner Mutter gestellt. Und ich bin zu ihr hin und habe sie gefragt, sag mal, warum denn ausgerechnet eigentlich ich? Und die Antwort meiner Mutter war so genial, dass ich bis heute Gänsehaut kriege, wenn ich darüber spreche. Denn die Antwort meiner Mutter war, Janis, ich glaube, und davon bin ich überzeugt, dass Kinder, bevor sie geboren werden, sich überlegen, mit welchen Herausforderungen, mit welchen Voraussetzungen und aber vor allem schlussendlich mit welcher Aufgabe sie auf diese Welt kommen möchten. Und jetzt liegt es also an dir, herauszufinden, welche Aufgabe du dir selbst gegeben hast. Wow. Diese Antwort hat nicht nur dazu geführt, dass ich mir die Frage, warum eigentlich ich, nie wieder gestellt habe. Nein, ganz im Gegenteil. Diese Antwort, diese Geschichte, hat mir einen Grund gegeben, meine Energie auf was anderes zu lenken, als auf diesen Kampf gegen mich selbst, gegen meinen eigenen Körper, als darauf, dass ich so nicht aussehen wollte, wie ich nun mal aussehe. Die wichtigste Entscheidung und ich glaube, das Wichtigste im Leben überhaupt, sich selbst zu akzeptieren, sich selbst so anzunehmen, wie wir sind und uns auf die Suche zu machen, welche Aufgabe wir uns gegeben haben. Warum?
weil ich überzeugt davon bin, dass das der einzige Garant für uns ist, tatsächlich unser bestes Leben zu leben. Damit aus unserem Leben tatsächlich das Beste wird. Damit wir in der Zeit, die wir hier haben, das Beste herausholen können. Und für mich gehört unter anderem auch dazu, mich immer wieder selber ins kalte Wasser zu werfen. Mir selber Herausforderungen und Projekte zu überlegen, die so groß sind, dass bei mir das Zittern anfängt. Dass die Nervosität steigt, dass die Aufregung steigt. Und es gibt für mich an diesem Punkt, wenn ich mir wieder ein neues, großes Projekt ausgedacht habe, ja, ich will gewissermaßen sagen, 3 Schritte, die für mich wichtig sind, um dort in die Richtung gehen zu können. Und der erste Punkt ist eigentlich gewissermaßen eine Frage. Und diese Frage ist relativ einfach, sie lautet, will ich das überhaupt? Will ich dieses Projekt oder diese Herausforderung oder diesen Weg, den ich mir überlegt habe, tatsächlich wirklich gehen? Oder ist es vielleicht doch irgendwie ein bisschen der Weg von jemandem anders? Ist es vielleicht doch nicht ganz mein Weg? Liegt vielleicht mein Weg doch ein bisschen daneben? Wenn ich diese Frage mit Ja beantwortet habe, komme ich zum nächsten Punkt. Und der nächste Punkt, das ist mein sogenannter Kopfschüttelindex. Und der Kopfschüttelindex, der funktioniert ganz einfach. Ihr erzählt einfach anderen Leuten davon, was ihr vorhabt. Und je mehr Menschen den Kopf schütteln, desto eher wisst ihr, ihr seid auf dem richtigen Weg. Ja? Ich hatte kürzlich eines dieser Projekte, ich hatte mir in den Kopf gesetzt, ich möchte mit meinen beiden Freunden in Peru wandern gehen. Und zwar 5 Tage nach Machu Picchu. Machu Picchu, das ist diese Ruinenstadt der Inka, sehr sagenumwoben. Man weiß bis heute nicht ganz hundertprozentig, wofür sie eigentlich genutzt wurde. Das hatte mich fasziniert. Ich wollte dorthin wandern. Und ich habe Menschen davon erzählt, meinem Umfeld. Und viele haben mit dem Kopf geschüttelt. Ja. Der Kopfschüttelindex stieg und stieg. Und als er ganz oben angekommen war, da wusste ich, okay, ich bin auf dem richtigen Weg. Aber mir wurden natürlich viele Fragen gestellt und viele kopfschüttelnde Antworten gegeben nach dem Motto, du bist doch verrückt, was machst du denn da? Wie soll das denn überhaupt gehen? Du willst ja nicht einfach nur irgendwie dort wandern gehen. Nein, du möchtest 5 Tage und dann bis nach Machu Picchu und zwischenzeitlich über irgendwelche Pässe auf 4600 Metern. Und im Übrigen, du hast ja gar keine Arme und Beine. Ah ja, stimmt ja. Danke für die Erinnerung. Ja. Also viele Probleme, die es noch zu lösen gab und der Berg an vermeintlichen Problemen, der wuchs und wuchs und wurde immer größer und ich wurde immer ratloser und ich wusste immer weniger, okay, was soll ich denn jetzt dann tun eigentlich? Und ich bin der Überzeugung, dass wir gerade in solchen Momenten nicht immer die allerbeste Idee brauchen. Sondern, und damit kommen wir zu meinem dritten Punkt, einfach mal anfangen. Ich glaube, wir sollten bloß nicht zu viel planen und bloß nicht zu viel nachdenken, bevor wir nicht einfach mal angefangen haben, bevor nicht der Flug gebucht ist. Und das wurde mir klar, bei all diesen Problemen habe ich mir die Frage gestellt, was ist denn das größte Problem jetzt eigentlich? Was muss ich denn als erstes am dringlichsten lösen? Und da wurde mir klar, okay, es ist der Flug. Ja. Erst einmal planen, erst einmal anfangen, ohne viel nachzudenken, der Rest kommt. Und ich glaube, das gilt eigentlich für jedes unserer Projekte, die wir haben. Ich habe das erlebt, als ich damals meine Jahresarbeit geschrieben habe in der 12. Klasse, aber auch später bei meinem Buch. Ich habe mich dann hingesetzt an meinen Schreibtisch mit einem weißen Blatt Papier und einem Stift. Und es gibt ja nichts Schlimmeres auf dieser Welt als ein weißes Blatt Papier. Ich habe darüber nachgedacht, bis zum geht nicht mehr, auf der Suche nach dem allerbesten Buchanfangssatz, den die Welt je gesehen hat. Aber glaubt ihr, ich habe diesen Satz gefunden? Ja, aber erst sehr viel später, als ich mehrere Seiten Blatt Papier einfach mal vollgekritzelt habe. So war das auch, wir hatten den Flug gebucht und natürlich gab es noch weitere Fragen zu klären. Natürlich ist es irgendwie jetzt auch nicht so ganz ja, einfach, jetzt so irgendwie da mit mir irgendwie durch die Anden zu wandern. Und wir hatten uns mit meinen beiden Freunden, wir hatten uns gemeinsam verschiedene Sachen überlegt. Wir hatten angefangen, uns zu überlegen, vielleicht mit so einem Kindertragetuch oder mit so einem Kindertragegestell. Dafür bin ich ein bisschen zu schwer, haben wir festgestellt.
Die zweite Variante, die zweite Idee war, wie wäre es vielleicht mit so einer Sänfte? Ja? Das hätte ich ja cool gefunden, ne? Aber gut, das ist ein bisschen schwierig gewesen. Und schlussendlich habe ich wieder in alter Waldorf-Manier so ein bisschen vor mich hin philosophiert und ich weiß nicht genau, in welcher Situation genau mir dann der entsprechende Gedanke kam, ob es unter der Dusche war oder abends beim netten Zusammensitzen. Und ich dachte irgendwann, wer geht denn eigentlich wandern? Wandern gehen doch eigentlich vor allem ja, Wanderer, Touristen, Rucksacktouristen. Und da hatte ich es. Und mit dieser Idee sind wir ins nächste Sportgeschäft gegangen. Ich habe dem Verkäufer erzählt, hey, ich will als Rucksacktourist durch die Anden wandern. Dann guckt er mich an und sagt, wie willst du denn wandern? Ich sage, naja, ich will im Rucksack drin sitzen. Ja? Ich bin der Einzige, der diesen Begriff Rucksacktourist jetzt mal wirklich mit Leben befüllen möchte. Also. Gut, dann haben wir uns ein bisschen unterhalten über alle möglichen Rucksackmodelle, aber auf die Frage, die mir am brennendsten eigentlich war, nämlich die Frage, kann ich in diesem Rucksack gemütlich drin sitzen, hatte er gar keine Antwort. Ja. Verrückt, ne? Und dann habe ich ihm meine Lieblingsfrage gestellt, meine Lieblingsfrage in Situationen, wenn ich nicht mehr genau weiter weiß. Mit dieser Frage muss man ein bisschen vorsichtig sein. Gerade im familiären, im häuslichen Umfeld sollte man die Frage nicht allzu oft stellen, aber in dem Augenblick dachte ich mir, das geht relativ gut. Und meine Lieblingsfrage für solche Momente lautet, was schlagen Sie denn vor? Ja, und sein Vorschlag war sehr einfach, ich sollte mich reinsetzen und es einfach ausprobieren. Und dann habe ich mich reingesetzt und bin als Rucksacktourist durch das Sportgeschäft gewandert. Und es hat wunderbar funktioniert. Ob es auch geklappt hat, in Peru zu wandern, das dürft ihr dann sehr gerne auf meiner Internetseite nachlesen. Aber wir verlieren ja oftmals unser Selbstvertrauen, wenn wir sehen, was andere können. Dann beobachten wir die anderen und sind vielleicht begeistert von dem, was sie tun und freuen uns vielleicht auch darüber, was unsere Kollegen, unsere Partner, unsere Kinder, unsere Eltern tun. Und manchmal glauben wir dann aber selbst nicht daran, dass wir das auch schaffen können und verlieren uns in ewigen Zweifelsspiralen. Und wenn wir aber in der Lage wären, uns selbst anzunehmen, und damit meine ich nicht einfach nur, uns ab und zu im Spiegel mal zu loben, auch das ist sicherlich wichtig, aber damit meine ich, uns wirklich im tiefsten Innern anzunehmen, uns in jeder Situation, auch wenn mal etwas nicht so gelingt, wie wir es gerne hätten, wertzuschätzen, dann haben wir damit die Möglichkeit, diese Zweifelsspiralen tatsächlich zu beenden. Wir legen doch oft viel zu viel Wert darauf, was andere über uns denken. Beziehungsweise korrekterweise müsste man ja sagen, was wir glauben, was andere über uns denken. Aber gar nicht so sehr, was wir selbst über uns denken. Und als Ergebnis erhalten wir gewissermaßen eigentlich so mehr oder weniger den Blick von außen. Und daraufhin eigentlich, ich möchte fast immer sagen, eine Art Fremdwertgefühl, aber ja kein Selbstwertgefühl. Und ist das nicht genau das, worum es im Leben eigentlich geht? Unser Selbstwertgefühl zu entdecken, vielleicht aber auch wieder zu entdecken. Und deswegen, und da finde ich, da kommt die Waldorfschule jetzt auch ins Spiel, und deswegen finde ich auch den inklusiven Ansatz, den die Waldorfschulen mittlerweile anfangen zu verfolgen, auch so wichtig. Denn egal, wie wir aussehen, egal mit welchen körperlichen oder auch mentalen Fähigkeiten wir auf die Welt gekommen sind, ich bin überzeugt davon, in jedem Kind, in jedem von uns, stecken Fähigkeiten, die es gelten, entdeckt zu werden. Und diese Fähigkeiten zu entdecken und Kindern die Möglichkeiten zu geben, selbst die Fähigkeiten zu erfahren für sich,
ist es nicht das, worauf es im Leben ankommt? Und ist nicht das eigentlich auch der Kern einer jeden Aufgabe, die wir uns selbst vor unserer Geburt, wenn man so möchte, gegeben haben? Und mit dieser Frage wünsche ich auf weitere 100 erfolgreiche Jahre. Danke. Dankeschön. Bleib mal kurz hier. Ja. Ich hatte ja schon gesagt, dass Janis McDavid noch weiterfahren muss nach Kassel. Deswegen kann er leider nicht die ganze Zeit bei uns bleiben. Diejenigen, die mit ihm noch sprechen möchten oder eins seiner Bücher erwerben möchten, er ist drüben in dem internationalen Zelt ab jetzt zu erreichen. Also wer noch gerne mit ihm weiter zusammen sein möchte, das lässt sich da drüben machen, aber eben leider nicht mehr in der nächsten Pause. Vielen Dank nochmal. Vielen Dank auch. Danke. Ganz herzlichen Dank. Der nächste Mensch, den ich Ihnen ankündigen möchte, ist Florian Oswald. Florian Oswald ist selber sehr lange Oberstufenlehrer gewesen, neben anderen Dingen Flugzeug oder irgendwie ein Ingenieur jedenfalls, und ist jetzt Leiter der pädagogischen Sektion am Goethe-Arnum, der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goethe-Arnum. Und wir arbeiten schon lange auch zusammen in der internationalen Konferenz der Waldorf-Pädagogischen Bewegung. Und insofern ist Florian auch von Anfang an eingebunden gewesen in das, was wir heute hier erfahren und was überhaupt mit diesem Jahr zu tun hatte. Und ich freue mich außerordentlich, dass er jetzt einen Beitrag geben wird, und bitte dich, hierher zu kommen. Ja, wir haben einen wunderbaren Beitrag gehört, und im Buch steht ganz am Anfang beim Titel, da steht: Dein bestes Leben, vom Mut über sich hinauszuwachsen und Unmögliches möglich zu machen. Ich denke, das ist ein schönes Motto für Lehrkräfte: Unmögliches möglich zu machen. Und ganz oft sind wir eigentlich daran, Mögliches möglich zu machen. Und weniger das, was unmöglich scheint, so an die Oberfläche zu heben, dass es eben auch in den Bereich des Möglichen kommt. Wenn wir die kleinen Kinder anschauen, dann sind das ja alles Könner. Kleine Kinder sind richtige Könner. Und fast niemand von uns bezweifelt das, dass die kleinen Kinder Könner sind. Und wir wagen auch meistens nicht da einzugreifen, sondern wir lassen sie in ihrem Könner sein. Aber dann kommt die Schule. Und aus diesen kleinen Könnern werden nun Menschen, die etwas zu lernen haben. Sie können es nicht mehr. Und viele Menschen haben den Eindruck, die können eigentlich noch gar nichts, die müssen jetzt lernen. Und diese Frage, was Lernen denn eigentlich ist, die beschäftigt natürlich einen Lehrer sehr stark. Und wir haben ja das große Glück, dass wir geboren wurden und vom ersten Atemzug an können wir lernen, bis zum letzten, wo dann das Lernen auf einer anderen Ebene weitergeht. Aber wir haben die Chance zu lernen. Wir können versuchen, diese Welt einzutauchen und von Verschiedenstem zu lernen. Und gerade wenn man denkt, dass dieser Mensch, der jetzt gerade da war, so viel gelernt hat, dann ist es eben auch seine Umgebung gewesen, die ihm das weitgehend auch ermöglicht hat. Es sind die Eltern und die Lehrer gewesen, vor allem die Eltern, denke ich auch, die einfach an ihn geglaubt haben, die dieses Potenzial gesehen haben, das in jedem Menschen drin ist, und versucht haben, das zu wecken.
Und der erste Schritt ist natürlich das Vertrauen, dass dein Potenzial vorhanden ist, ein unerschütterliches Vertrauen in den Menschen. Die Möglichkeit, Ja zu sagen zu einem Menschen, ich glaube, das ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Dass wir wirklich Ja sagen und dann auch versuchen, diese genialen Veranlagungen, die jeder Mensch in sich trägt, eben auch versuchen zu fördern, zu ermöglichen, dass die in Erscheinung treten können. Und das Schöne daran natürlich ist, dass wir jetzt versuchen können, auch das Wagnis einzugehen, immer wieder zu merken, das Leben ist unser größter Lehrmeister. Vielleicht kennen Sie die Geschichte von diesem Mann, der 100 Jahre alt wurde und beschlossen hat, abzuhauen. Am 100. Geburtstag, alles wurde vorbereitet, ein Riesenfest für ihn. Er hieß Allan Karlsson. Dieser Allan Karlsson, 100-jährig, wie unsere Waldorfbewegung, für ihn war eigentlich gesorgt. Er hatte alles, er wusste, wie die nächsten Jahre, solange er noch lebt, sein Leben verlaufen wird. Es funktionierte alles, er bekam Essen, hat ein warmes Zimmer, alles war voraussehbar. Aber ihm passte das nicht. Er wollte lernen. Er wollte das richtige Leben weiterhin genießen und so beschloss er, abzuhauen. Und er stieg aus dem Fenster. Er riskierte das Wagnis, als 100-Jähriger neu ins Leben einzutreten. Und er ist einfach durchs Fenster gestiegen. Und als er draußen war, merkte er, er hat noch Pantoffeln an. Im Dreck drin war er, im Garten, es war feucht. Aber das macht ihm nichts aus, er wollte einfach weg und das Leben weiterhin entdecken dürfen. Mit 100 Jahren ging er über diese Schwelle und versuchte etwas Neues zu wagen, nämlich weiterhin vom Leben zu lernen, den Versuch, das Risiko, das Wagnis aufzunehmen, was kommt mir entgegen im Leben und was kann ich davon lernen? Und das hat er auch dann ausführlich getan, dieser wunderbare Mensch, mit 100 Jahren. Und jetzt sind wir auch 100 Jahre alt und die Frage ist, wie haben wir das, was wir geschaffen haben, akzeptiert? Und nur wenn wir es akzeptieren und sehen, so sind wir, auch in all den Bereichen, wo wir nicht so gut sind, dass wir das genau anschauen und schauen, was ist denn eigentlich das Potenzial? Was ist möglich? Was können wir wagen? Und das sind viele Fenster, nicht nur eines, wo wir durchsteigen könnten in eine neue Ebene, wo wir eine Schwelle überschreiten könnten, ein Wagnis eingehen könnten und versuchen, das Leben wieder neu zu begegnen, so wie es eigentlich ist. Allan Karlsson realisierte, das Leben dort drin ist eigentlich eben nicht mehr das Vollsaftige, nicht mehr das, so wie es eigentlich ist, sondern ich bin behütet, abgeschirmt, alles ist gesichert und das möchte ich nicht. Wir können uns fragen, wollen wir auch unseren bequemen Menschen, bei dem alles eben schon geordnet ist, ich habe mein Deputat, ich weiß meine Epochen, die kommen, ich bekomme meinen Zahltag und so weiter. Die Pension ist auch schon gesichert. Das ganze Leben ist schon geplant bis zum Tod. Können wir auch diesen Weg vielleicht hinterfragen und überlegen, welches Fenster ist das, das ich durchschreiten sollte? Sehe ich überhaupt noch Fenster? Ist dort Licht drin? Sehe ich das Licht? Und möchte ich gerne dort hinausgehen und das Leben wieder neu begegnen. Ich denke, es ist der Versuch wert. Ich hoffe, dass wir als Schulbewegung eben diese Fenster finden, die Fenster, wo wir nicht bei uns selber bleiben, in unserem Haus, das wir uns gebaut haben als Waldorf-Steiner-Schulen und wir uns da drin einigermaßen sicher fühlen, sondern das Risiko, das Wagnis eingehen, die anderen Menschen zu treffen, die auch mit Kindern arbeiten, die auch sich um Erziehung
und um Lernfragen bemühen, um die kennenlernen wollen. Das volle Risiko, um nicht uns in unseren eigenen Reihen verschanzen und denken, da drin fühlen wir uns sicher. Uns Argumenten zu stellen, die vielleicht unbequem sind. Aber das Wunderbare an diesen Argumenten ist ja, wenn wir in Frage gestellt werden, dass wir uns selber neu anschauen müssen und fragen müssen, wo stehen wir eigentlich? Und ich wünsche uns in den nächsten Jahren diese Möglichkeit, auf andere zuzugehen, mit ihnen zu sprechen, ins Gespräch zu kommen, ein Gespräch zu führen, sie zu sehen, die Fenster durch die Fenster zu sehen, wie es da draußen aussieht, um nicht die Angst zu haben, nicht da durchzuschreiten. Und dadurch eine neue Identität zu gewinnen. Eine Identität, die eben im Gespräch mit den Menschen der ganzen Welt sich stärken kann und anders dasteht nachher. Wir haben viel erreicht, könnte man sagen. Wir haben ein Haus gebaut eben. Und jetzt ist es schon, glaube ich, eben an der Zeit, das zu verlassen und Schritte aus dem Haus zu tun und, wie es Janis gesagt hat, alle Menschen einzuladen, auch die, die nicht in die Waldorfschulen kommen, in die Steinerschulen, sondern die da draußen sind und sich auch für die gleichen Fragen interessieren. 100 Jahre sind eine lange Zeit, vielleicht aber eine kurze Zeit, und ich wünsche uns den Mut und das Wagnis, neue Schritte zu tun. So wie jede Lehrkraft, jeder Erzieher jeden Morgen neu vor die Kinder hintritt und die Kinder ein Rätsel sind. Was will da werden? Was für ein Potenzial liegt da drin? Und diese Frage immer wieder neu probiert, ehrlich in sich zu entwickeln und offen in diese Welt hinauszugehen. Wie Carlson, der nicht wusste, was ihm da draußen begegnet, ob es ein angenehmes, ein unangenehmes Leben wird, der sich öffnete für Neues. Staunen, das Rätsel weiterhin erleben dürfen, um natürlich der Glaube an den Menschen, der nicht einfach nur funktioniert, sondern der ein geistiges Wesen ist, dass wir das nie verlieren und uns fragen, wie kommt das, was ich bin, mit dieser Leiblichkeit zusammen? Wie kann ich die ergreifen, so wie sie ist? Wie kann ich sie akzeptieren? Und wie kann die Welt rundherum helfen, das zu ermöglichen, was als Potenzial da drin liegt? Gute Wünsche, und ich möchte nicht zu lange machen, denn Lehrer sind ja Menschen immer im Dazwischen. Jemand spricht vorher, bereitet die Rede für den Nächsten vor, und ich hoffe, ich habe einen Grund gelegt für die Nächsten, die jetzt sprechen. Viel Gutes gelingen! Das ist Monique. Also das ist doch eine bemerkenswerte Fähigkeit, wenn ein Lehrer in 10 Minuten das sagen kann, was er eigentlich in der Viertelstunde sagen wollte. Dadurch haben wir nämlich wieder Zeit eingeholt. I'm now going to change into English, because I want to introduce a very special person to you. I don't know, 1 or 2 years ago, I had the incredible opportunity to visit a school in Oakland, which was founded by Dr. Ida Obermann, and I had this incredible chance to meet Principal Monique Brinson there, and this is a very special school, which she'll talk to us about. The name is Oakland Community School for Creative Education. I think that's a wonderful name in the first place. And probably, Monique, you're going to tell us a little bit about the surroundings as well. And now we have a section where there will be 3 people in a row speaking. One is Monique, the next will be Victor Mwai-Lahome, whom I'm going to introduce shortly when he comes, and then Regina Ott. Also wir haben jetzt einen Abschnitt, wo 3 Menschen kurze Impulse geben werden, und das erste ist Monique Brinson aus Oakland in Kalifornien. Monique, please come here.
Good afternoon. Waldorf education afforded my mentor, colleague, founder, Dr. Ida Obermann. At the age of 9, Form and Freedom, a Dutch half-Jew girl where her host country, Germany, murdered her grandmother during the Holocaust. She found hope in a Waldorf school in Germany. Waldorf education afforded an African-American educator, me, 26 years, 10 as a teacher, 16 as an administrator, to become enlivened and imbue imagination, giving me levity and light to stand for justice, desegregation, and equity in an urban context. I found hope in a Waldorf school in America. In both of our biographies, Waldorf has helped heal the byproducts of anti-Semitism, racism, and white supremacy. And our involvement in this movement, we have found our mission, our task, expanding the bandwidth of Waldorf education for all. Presently, we are blessed with a school located in San Antonio, neighborhood of Oakland, California, in the United States of America. In the midst of bringing beauty, in the midst of urban blight, one that houses sex workers, drug addicts, drug dealers, and homeless encampments, the marker of the forgotten, living the American nightmare and not the American dream. It is in this community that Rudolf Steiner's words of wisdom, imbue the power of imagination, allows us to create an alternate universe for our children with the help of our families and community. Our demographics, 50% Latino, Latina, Latinx, 25% African American, Black, 13% Asian American, Asian, Pacific Islander, 6% multiracial, 2% indigenous, Native Americans, leaving 3% students who are Euro-American, white. 97% of our students are students of color. 82% of our students are from socially disadvantaged communities. 52% of our students are English language learners. 14% of our students have special needs. Here, a typical of a Waldorf school, community school for education, serves children the ages of 4.5 to 14 in grades K through 8 in a free tuition public school model. Why is this important? Widening the bandwidth of Waldorf education is the foundation of our history. It is the prototype for standing up for social justice and inclusion. Stuttgart, 1919, coeducation, K-12, mix of socioeconomic stratas, public, tuition free, was just a radical idea. And in 2019, it is just as radical to have schools that are desegregated by race, class, and abilities. Waldorf, for all of its wonders, is seen as wealthy, white, weird. And many want it to remain that way in the intent of maintaining its purity. Where did the concept of purity lead us? Look at history. Look to your left, look to your right, and on this beautiful day of our centennial, are we any closer to the expansion, the hope of expansion, the hope of expansion and inclusion? I am a Waldorf pedagogue. Although weird, I'm not white. And in most Waldorf spaces, I'm an anomaly. As we sit as catalysts, conduits of untold, unfolding our biographies, do we need to be trapped by our biographies doing the same things that systematize educational apartheid?
Today we sit in reflection. 400 years ago, the first African slave landed in Virginia in America. 65 years ago, Brown versus the Board of Topeka, Kansas, desegregated American schools. 49 years ago, a black girl of Dorchester, Roxbury, Massachusetts was born, experiencing miseducation in both private and public schools in America. This is a part of my story. Imagine if in every city where an elite Waldorf school sits, that one, and I'm asking only one, committed to opening a school for the most marginalized, that is public tuition free. Community School for Creative Education would not be the only one. I had to weep in confronting the racist and racism in Rudolf Steiner's words. I have wept due to the white supremacy I've faced in the Waldorf movement, and I am still here. Caspar Hauser of Karlsruhe is in all of us. Remember his resilience. Remember his courage. Awakening you is not my job as a person of color. It is our job. We, believers of Waldorf education, who are about the head, who are about the heart, and are about the hand, can figure this out. Let us begin the next 100 years envisioning and manifesting together. The next gentleman who is going to speak to us is Victor Mwai Wahome from Kenya. And Victor, I think he can actually continue in his own way. I don't have to make the transition. So I would ask Victor to come here, please, and please introduce yourself when you come here. He's also a member of the International Forum for Steiner Waldorf Education. I think so. Wow. Hey, good afternoon. I think the best introduction I can give of myself is that I am a teacher. That's the best. And I think that's where I want to start. I want to speak to you about an echo. And for me to speak about this echo, I want to go way, way back to when I was a young teacher, when I took my first class. And in this class, we had about 17 young, vibrant children. And there was one moment when I was teaching that really enlivened who I've become in many ways. I had this young child who in many ways was struggling with numbers, and the mother was really concerned about what you were doing. And one day I remember putting a sum on the board. 8 plus 4. Very young child. And I said, well, who today can help us solve this? Of course, many other things that happened in the classroom before. And this young child who had been struggling for some time put up the hand and said, I will. And I said, whoa, okay, come. And the child boldly walked to the front, stood in front of the whole class, raised up her fingers, and started counting 1, 2,
three, four, five, six, seven, eight. Now she needed four. So she went to 9, 10. And then she suddenly realized that she had ran out of fingers. And I stood there thinking it was time for me to make a suggestion of what she should do next, a big mistake as a teacher would have made. But just at that very moment, I saw her eyes open wide, her face glow, and then she said, "Oh, wait." And she quickly kicked off her shoes, removed her socks, and then she went 11, 12. And on her fingers, she had added her toes to complete the sum. I looked at her in amazement, and I realized one thing, that all the things we had done in terms of movement, because in World of Schools, we teach a lot using movement, songs that had been drawn from her culture. She had tapped other people's hands as she counted 1, 2, 3. All those experiences that she had had as a whole had resounded so strongly in her thinking now that she was able to come to this creative moment where she could be able to use her fingers, toes to solve a problem. I continued to experience this throughout. And I give an example of this child as what was happening through the whole class. I remember this class one day, they came to me, and some of them were crying during the break hour. And I asked them, "What is the problem?" And they said to me, "Well, the people who work for the power company have come into the school today, and right at the corner of the school, they have cut down a tree." They were crying because a tree had been cut down. That tree was leaning very closely to the power lines, and the power company had thought the best solution was to cut down the trees. I think the children would have told them of a better solution than cutting down the tree. Now, the echo that I'm talking about is, I have followed the path of these children, the whole class. I have seen the way they have related to other human beings. I've seen the way they've tried to deal with problems that they've come across. And now they are out there and soon becoming young adults. You know, when you're in an open space and you speak out and your voice goes out, at times you hear an echo come back to you. And I am hoping that wherever they are, that the echo that will come back to me, the echo that will come back to us, because many of us have had the opportunity to work with children, is the echo that says they have had the possibility of experiencing genuine empathy. That seeking to understand another human being by being able to withhold your own judgment. That ability to be cognizant of another human being. I hope that the echo that will come back to me and the echo that will come back to us is that they are sensitive and awake to whatever environment that they find themselves in, be it a cultural environment, a moral environment, environment that has questions regarding the environment that we are living in now. I hope the echo that will come back to me, the echo that will come back to us, is that they have developed a clear understanding of their values. That they know what to judge, what is important for them. I hope that the echo that will come back to me and to us is that they are able to take responsibility of their own health and take responsibility of their own well-being. I hope that the echo that will come back to me and the echo that will come back to us is that they are comfortable in their own skin. It may add to follow up on Principal Bryson, whether they are white, black, whatever color, they are comfortable in their own skin.
I hope that the echo that will come back to me, the echo that will come back to us, is that they understand the connectedness of everything in the world, and because of that, they're then able to act responsibly. And as we listen to these echoes that will come back to the children that we've taught through this movement, I hope then we can be able to reflect upon ourselves and ask, what then do we do now to either make our voices stronger so that we can receive even a stronger echo? Die letzte Rednerin in diesem kleinen Durchgang ist eine junge Klassenlehrerin aus Überlingen-Rengoldshausen, in der vierten Generation Waldorflehrerin. Und ihr Vorfahr war der erste Waldorfschüler, der selber Waldorflehrer wurde. Und Regina ist jetzt in einer Gruppe von jungen Lehrerinnen und Lehrern, die sich fragen, was ist eigentlich, was bringen wir mit als den neuen Impuls für dasjenige, wo die Waldorfpädagogik hin will. Und ich freue mich sehr, dass sie bereit war, hier zu uns zu sprechen. Ein paar Worte, Regina. Ja, herzlichen Dank für die Einladung, um hier das Wort ergreifen zu dürfen für die junge Lehrerschaft der Waldorfschule. Liebe Anwesende, ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Und wie wir vorhin von Florian Oswald gehört haben, braucht es viel Mut und viel Liebe, heute Lehrer werden zu wollen. Es sind viele Herausforderungen, denen sich die Pädagogik heute gegenübergestellt sieht. Und auch damals, vor 100 Jahren, waren es nicht gerade wenige nach dem Ende des Ersten Weltkrieges. Doch sie waren anders geartet als heute. Heute haben wir es mit Angriffen auf die Lebensbereiche und auf unsere Wesensglieder zu tun, die viel ungreifbarer, unsichtbarer sind. Und als Rudolf Steiner vor 100 Jahren die Waldorfschule begründet hat, da war es ihm ein großes Herzensanliegen. Er sprach von einer Kulturtat, von deren Gelingen sehr vieles für die Menschheit abhinge. Und wie würde die Waldorfschule heute gestaltet werden, wenn Rudolf Steiner sie heute neu begründen würde? Würde sie nicht noch viel künstlerischer, noch viel praktischer gestaltet werden, in einer Zeit, die immer arbeitsarmer und bewegungsarmer wird? Denn wo sehen die jungen Menschen heute noch wirklich tätige, erwachsene Menschen, die mit den Händen arbeiten? Wie viel Arbeit ist uns abgenommen worden, schon von den Maschinen? Noch haben wir die Tipp- und die Wischbewegungen, doch auch die werden verschwinden. Und wir werden die Dinge über die Sprache steuern, sofern wir noch sprechen können, wenn wir uns vorher nicht bewegt haben. Und die Waldorfschule, die hat viele gute Ansätze, um hier einen Ausgleich zu schaffen, wie Sie heute Morgen gesehen haben in der schönen Feier. Wir haben viele praktische Dinge, viele künstlerische Dinge, viele Bewegungsfächer. Doch müssen wir die nicht noch viel intensivieren? Muss die Schulzeit nicht eine Zeit sein, in der die Kinder möglichst viele Anregungen erhalten, um sich gut und gesund zu entwickeln? Und da haben wir eine große Aufgabe und eine große Verantwortung. Müssen wir nicht heute noch viel stärker darauf achten, auf das Gute, das Schöne und das Wahre, dieses mit in den Unterricht einzubeziehen, in verstärkter Weise? Denn in welcher Zeit leben wir? Viele Menschen gehen mit viel Angst um. Es lebt Unsicherheit. Die Kinder, die jungen Menschen gehen aus der Schule und finden ihren Platz nicht so richtig in der Gesellschaft. Und können wir hier nicht einen Beitrag in den Waldorfschulen dazu leisten, dass sie ihren Weg finden, die Aufgabe finden, die
für die sie angetreten sind, wie wir vorhin von Janis gehört haben. Und es war vor 100 Jahren eben ein Geschenk an die Menschheit von Rudolf Steiner, die Begründung der Waldorfschule. Doch ein Geschenk mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum von 100 Jahren. Und an diesem Zeitpunkt stehen wir heute. Und es liegt in unserer Verantwortung, ob dieser Impuls weitergetragen wird in die Zukunft oder ob er allmählich versanden und verwässern wird in äußeren Methoden und Traditionen, die nicht mehr innerlich belebt sind. Und da wünsche ich mir, dass als junge Waldorflehrerin wünsche ich mir hier, dass wir selbstbewusster uns in die Gesellschaft hineinstellen, dass wir nicht so viele Kompromisse machen mit dem, was von äußeren Anliegen und Erwartungen an uns herangetragen wird. Am Anfang der 100 Jahre waren diese Kompromisse notwendig, damit die Waldorfschule beginnen konnte. Und sicherlich gibt es auch heute den einen oder anderen Bereich, wo diese gerechtfertigt sind. Doch wie viele Dinge machen wir heute in den Waldorfschulen, die unserer Pädagogik widersprechen? Hier wünsche ich mir mehr Mut und das Vertrauen, dass wir die richtigen Wege finden werden. Ich wünsche mir, dass wir uns mit der Menschenkunde, mit dem Erziehungskunstimpuls noch mehr verbinden. Denn dann werden wir den Herausforderungen der heutigen Zeit gerecht werden können. Und ich wünsche mir, dass wir die Anthroposophie als belebendes Herz der Waldorfpädagogik bejahen. Denn ohne die Anthroposophie ist die Waldorfpädagogik nicht denkbar, geschweige denn praktizierbar. Und so habe ich mich mit anderen jungen Lehrern zusammengetan und wir haben vor einigen Monaten das Forum Zukunft Waldorfschule gegründet, um hier einen Beitrag zu leisten, damit dieser Impuls weitergetragen werden kann in die Zukunft. Und wir wollen viel Dinge diskutieren, offen in die Welt hinausschauen. Und wir wollen uns gegenseitig in diesem Forum stärken. Wir freuen uns sehr über viele tatkräftige junge Menschen, die zu unseren halbjährlichen Treffen nach Göttingen kommen, wo wir diese Fragen angehen nach einer zukunftsfähigen Waldorfschule für die heutigen Kinder, die heute in die Waldorfschulen kommen. Denn sind sie nicht mutig, sich heute zu inkarnieren in solch einer Zeit? Und so möchte ich schließen mit dem Plädoyer, bleiben wir uns selber treu und schauen mutig in die Zukunft. Es gibt noch so viele Schätze zu entdecken in der Waldorfpädagogik. Vielen Dank. So, weil wir gerade von der Zukunft sprechen. Wir haben auch zwei ganz interessante junge Damen jetzt hier. Die gehören zwei unterschiedlichen Kreisen an, aber eigentlich gehören sie zusammen. Das eine ist Elisa Scheller von der Waldorf SV. Das ist eine in Deutschland ziemlich aktive und gut funktionierende Waldorfschülervertretung. Um nicht zu sagen, sehr gut funktionierende Waldorfschülervertretung, mit immer wieder wechselnden, aber immer wieder ganz wunderbaren jungen Menschen, die sich da zusammentun und was wollen. Und das andere ist Marianne Siebeck von der Demokratischen Stimme der Jugend. Das ist so eine Gruppe von jungen Menschen, die sich vor einiger Zeit aufgemacht haben, vor Greta Thunberg, was jetzt eine rein zeitliche Angabe ist, um eigentlich mal sich Gehör zu verschaffen, was sind eigentlich die Forderungen, was brauchen die jungen Menschen heute? Und die haben einen eigenen Pavillon hier oben auf dem Dach vom Tempodrom und möchten uns jetzt einladen, indem sie uns erzählen, was dort auch während dieses Abschnittes schon stattfinden wird. Und deswegen bitte ich jetzt Marianne und Elisa hier auf die Bühne, wo immer ihr auch steckt. Bitteschön. Ich träume von einer Schule, in der das Leuchten der Kinderaugen niemals erlischt. Ich träume von einer Schule,
in der ich durch eigene Erfahrung lernen kann. Ich träume von einer Schule, in der die Fragen der Kinder der Lehrplan sind. Und ich träume von einer Schule, in der ich Respekt und Harmonie erfahre. Ich träume von einer Schule, in der Begegnung, Verbindung und Vertrauen die Grundlage für alles Lernen ist. Und ich träume auch von einer Schule, in der ich verstehe, welche Auswirkungen mein eigenes Handeln haben kann. Wenn ich jetzt so an meine Schulzeit zurückdenke, die jetzt noch nicht so lange hinter mir liegt, dann denke ich viel an die schönen Sachen. Ich erinnere mich an den ersten Schultag, wo ich schon Wochen vorher so gespannt war, endlich in die Schule zu kommen. Und wie ich dann ein paar Jahre später zu meiner Mama nach Hause gehüpft kam und gesagt habe, Mama, ich habe endlich was verstanden, ich lerne so viel. Und ich erinnere mich an die wunderschönen Klassenfahrten und die Klassenspiele und so viel Schönes, was die Schule zu bieten hat, was wir auch heute Morgen schon gesehen haben. Aber ich erlaube mir jetzt mal, den Fokus auf die andere Seite zu richten. Schwere Beine, müde Augen. Meine Mama muss mich 5-mal wecken, bis ich aufstehe. Dann gehe ich in die Schule und würde am liebsten wieder einschlafen. Vor mir steht jemand, die mir sagt, was ich denken soll, wann ich essen soll, wann ich trinken soll, wann ich lachen darf, wann ich lernen darf, wann ich denken darf, die mir alles sagt. Und ich fühle mich unmündig, ich fühle mich beschränkt in meiner Freiheit. Und ist das das Gefühl, was wir Schülern vermitteln wollen? Es tut mir fast weh oder ich möchte mich fast entschuldigen, solche harten Worte zu sagen. Und ich komme mir vor wie die Spielverderberin. Aber ich glaube, es ist unheimlich wichtig, gerade jetzt, wo wir an einem Abschnitt sind, wo man reflektiert und weiter in die Zukunft geht, auch mal zu schauen, was haben wir denn noch nicht geschafft? Als ich gefragt wurde, ob ich hierher kommen möchte, habe ich es mir sehr gut überlegt. Und dann habe ich gesagt, ja. Und ich bin hier, weil ich Hoffnung habe und weil ich Mut habe, weil ich glaube, dass Waldorf tatsächlich oder die Waldorfbewegung tatsächlich das ist, was die Welt heute braucht. Und eigentlich stehe ich nur hier, um mich anzuschließen und wirklich Mut zuzusprechen, zu den eigenen Idealen zu stehen, wirklich ganz offen zu denken, wie wollen wir Bildung praktizieren? Wollen wir uns wirklich so anschließen an die Gegebenheiten von außen, an das Staatsschulsystem? Oder brauchen wir vielleicht wirklich keinen Frontalunterricht mehr, keine Klassen, keine Epochen und können ein Forschungslabor aus der Schule machen? Ich kann sehr, sehr vielem hier total zustimmen. Und ich möchte auch noch hinzufügen, dass ich auch verschiedene Erfahrungen gemacht habe natürlich, aber auch einfach gelernt habe in den letzten Jahren. Ich bin aktuell in der 12. Klasse, wie ich Waldorfschule verstehe und wie ich es auch schätzen lerne. Denn zum Beispiel letztes Jahr habe ich einen staatlichen Abschluss gemacht, damit ich dann kommendes Jahr ins Abitur gehen kann. Und ich bin tatsächlich mit Druckgefühlen und auch Stress und wirklich teilweise sogar Angst ins Schuljahr gestartet. Und das war echt nicht schön. Und dieses Schuljahr, wirklich sehr gegenteilig, liegt der künstlerische Schulabschluss, also der Waldorfabschluss vor mir. Und ich freue mich total. Ich habe sehr viele Erwartungen und bin auch sehr gespannt. Aber man muss hinzufügen, bei uns wird auch viel gefordert. Also wir brauchen viel, viel Kraft und viel soziales Engagement und wirklich auch Ausdauer. Und ich habe teilweise das Gefühl, dass es anstrengender wird als letztes Jahr. Aber ich freue mich. Und dieses gegenteilige Gefühl, was ich jetzt dadurch erleben konnte, war für mich sehr besonders. Und dadurch konnte ich auch verstehen, wie viel wir doch auch schon geschafft haben. Und trotzdem schließe ich mich dir total an. Ich habe das Gefühl, dass wenn wir das in Zukunft weiter erhalten wollen und in Zukunft auch fortführen wollen und eine Waldorfpädagogik haben wollen, müssen wir den Zeitgeist verstehen. Und jeder Einzelne von uns und jede Einzelne hat, also meiner Meinung nach habe ich das letztens erst gemacht in einem Experiment, 24 Stunden alleine zu sein, mit nichts, außer mit sich selbst. Es ist total wichtig, sich selbst zu verstehen und zu verstehen, was für Auswirkungen das eigene Handeln haben kann. Ich meine, wir haben freitags die Beispiele auf der Straße, die durch Greta entstanden sind. Natürlich, das wird durchgehend erwähnt, aber es ist wirklich wahr, wenn man sich überlegt, was für Auswirkungen das eigene Handeln hat, auch wenn man es vielleicht teilweise gar nicht wissen möchte, was man automatisch alles macht. Musik.
Bevor ich hierher kam, haben wir uns mit unserer demokratischen Stimme der Jugend getroffen. Wir haben nämlich was ganz Ähnliches gemacht wie hier. Wir haben zwar nicht unser 100-jähriges, aber unser 2-jähriges Jubiläum gefeiert oder reflektiert. Und wir waren an dem Punkt, dass wir gemerkt haben, wir hatten viele Konflikte, wie haben uns verloren, haben uns wiedergefunden und so weiter. Und dann waren wir an dem Punkt, dass wir wieder angefangen haben zu träumen und wieder zu Visionen zu spinnen und so weiter. Und dann hat jemand angehalten und hat gesagt, ich glaube, wir dürfen nicht so voreilig weitermachen. Ich habe das Gefühl, wir stehen an einem Nadelöhr. Ein Nadelöhr, wo wir durchgehen müssen, um wieder den Impuls in diese Bewegung zu bekommen, die sie mal hatte. Und dann haben wir angehalten und niemand wusste so recht, was wir machen sollen. Und dann haben wir Musik gemacht, haben getanzt, haben geredet und ganz langsam hat sich herausgestellt, was eigentlich das Thema war. Dass wir einfach noch Konflikte hatten, die noch nicht aufgearbeitet waren, noch Systemstrukturen hatten, die Einzelne unterdrückt haben und haben aber auf jeden Fall angehalten und gewartet. Und das wünsche ich dieser Waldorf-Bewegung, dass wir jetzt bei 100 Jahren anhalten und schauen, was ist das Nadelöhr, durch das wir jetzt durch müssen, um wieder genau diese Schlagkraft zu bekommen, die vor 100 Jahren da war, die die Welt bewegt hat. Und dass wir hier wieder Vorbilder werden, um diese weltbewegende Bewegung hinauszutragen. Und wir sind ja junge Menschen, die hier stehen und dazu laden wir sie oben in Pavillon ein. Dort zeigen wir ihnen, wie wir uns Bildung vorstellen, wie wir träumen und dann versuchen, diese Träume in die Realität zu holen. Und wir wollen sie einladen, gemeinsam mit uns auf den Zug der Veränderung aufzuspringen und mit uns gemeinsam Richtung Zukunft zu fahren. Vielen Dank. Ja. Ja, das war doch jetzt mal richtig schön lebendig. Also das geht oben jetzt weiter. Ich sage das zwar jetzt in Konkurrenz zu dem, was hier passiert, aber ich würde mir das überlegen. Das wird bestimmt spannend da oben. Der nächste, den ich ankündigen möchte, ist Professor Dr. Joost Schieren, der selber einmal Klassenlehrer war und den Versuch unternommen hat und immer noch unternimmt und auch sehr erfolgreich unternimmt, zumindest was die Ergebnisse seiner Arbeit betrifft, die Waldorfpädagogik so neu aufzuschließen, dass sie in dem akademischen Diskurs mit der Sprache von heute verstehbar und diskursiv verstanden werden kann. Und ich freue mich sehr, dass er auch die Zeit gefunden hat. Dafür musste er andere Termine verschieben, damit er heute herkommen konnte und jetzt zu uns einen weiteren Impuls geben wird aus seiner Arbeit. Ich weiß nur nicht, wo er sitzt. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich denke, es ist für uns alle ein sehr besonderes Event, was wir heute erleben, das Gefühl zu haben, dass Waldorfpädagogik so etwas wie eine weltumspannende Gemeinschaft geschaffen hat. Da ist ein Kraftimpuls, der in der Waldorfpädagogik liegt, der auf vielleicht mysteriöse Weise unsere Herzen ergreift und so etwas wie pädagogische Inspirationen freisetzt und eine Art pädagogische Hingabefähigkeit. Das ist, glaube ich, etwas, was wir hier erleben. Wir hatten vorhin, war von dem Kopfschüttler-Index die Rede und als Waldorfpädagogen kennen wir diesen Kopfschüttler-Index doch sehr gut, weil wir merken, dass das, was uns bewegt, oft sehr schwer verständlich zu machen ist, dass es nicht richtig erklärbar ist, was eigentlich dieser Kraftimpuls der Waldorfpädagogik ist. Jetzt hat man heute hier vielleicht einen relativ hohen Kopfnicker-Index im Raum und wir genießen das, dass wir diesen Geburtstag feiern können und diesen besonderen Impuls der Waldorfpädagogik feiern können. Man kann vielleicht nicht sagen, the world is Waldorf, aber in gewisser Weise kann man sagen, Waldorf is in the world. Das ist etwas, was dieses Jahr, glaube ich, international, aber auch in Deutschland besonders wahrgenommen wird,
dass es ein viel größerer Impuls ist, als man bisher dachte. Die Pressenstimmen, die es in Deutschland in diesem Jahr gab, haben das sehr anerkennend formuliert. Es wird herausgestellt, welche besonderen praktischen, künstlerischen, auch humanistischen und auch besonders internationalen Erfolge die Waldorfpädagogik hat. Aber zugleich findet man kritische Stimmen, die sich alle auf Rudolf Steiner, sein Werk und auf die Anthroposophie beziehen. Das wird in zwei Schlagwörtern, die nicht näher hinterfragt werden, die nicht näher kontextualisiert werden, das wird in zwei Schlagwörtern mit Esoterik und Rassismus zusammengefasst. Jetzt ist es richtig und wir wissen, dass es gut ist, dass der Bund der Freien Waldorfschulen das so gemacht hat, dass man sich von einzelnen Aussagen Rudolf Steiners abgrenzen muss. Aber auf der anderen Seite liegt ein tiefer Menschlichkeitsimpuls im Wirken Rudolf Steiners und in der Anthroposophie. Und dieser Menschlichkeitsimpuls kommt in der Waldorfpädagogik zum Tragen. Und deshalb kann man nicht einfach hingehen und sagen, und das ist ein bisschen die Zeitstimmung, die Waldorfpädagogik ist gut, aber Rudolf Steiner, das ist irgendwie ein Mann von vorgestern. Und da gilt es, sich davon zu distanzieren. Ich denke, es ist eher so, dass entscheidende Werkimpulse Rudolf Steiners bis heute kaum begriffen worden sind, dass das Wirken Rudolf Steiners nicht verstanden worden ist. Und ich möchte auf zwei Aspekte in der Kürze der Zeit eingehen. Ich formuliere diese Aspekte so, in zwei vielleicht etwas schlagwortartig, dass ich glaube, die besondere Leistung des Werkes Rudolf Steiners liegt darin, dass er zwei Dinge formuliert hat, zwei Dinge herausgestellt hat. Das eine ist, Denken ist Kraft. Und das zweite, Wille ist Geist. Vielleicht ist es gar nicht ganz richtig, das so zu sagen, dass diese Sätze in der Ist-Form formuliert werden, denn Anthroposophie ist keine Lehre, sie ist ein Entwicklungsweg. Und auch die Waldorfpädagogik ist der Entwicklungsweg junger Menschen, den wir begleiten möchten. Vielleicht ist die bessere Formulierung, Denken wird Kraft, Wille wird Geist. Was verbirgt sich dahinter? Mit Descartes und der darauf gründenden Aufklärung haben wir ein Denken entwickelt, was sich im Gegensatz, in der Trennung zur Welt erfährt und erlebt. Wir haben ein modernes Selbstbewusstsein entwickelt, was sich von der Welt getrennt erlebt. Man kann sagen, dass vielleicht in früheren Zeiten und auch in der kindlichen Biografie so etwas wie ein integrales, non-duales Bewusstsein das Bestimmende ist. Wir sind als Kinder mit der Welt ungetrennt verbunden. Mit dem Einschlag dieses modernen Denkens, Descartes unterscheidet zwischen res cogitans, den gedachten Dingen, und res extensa, den in der Welt erscheinenden Dingen, ist ein Trennungsriss zwischen Mensch und Welt entstanden. Das Denken ist zum Abbild der Welt geworden, es erreicht die Welt nicht mehr. Und das ist das Denken unserer Gegenwart. Und ein Pädagoge hat es einmal so formuliert: Georg Picht schreibt, die Menschheit steht heute in der Gefahr, durch ihre Wissenschaft von der Natur den Bereich, in dem sie lebt und der ihrem Zugriff ausgesetzt ist, zu zerstören. Eine Erkenntnis, die sich dadurch bezeugt, dass sie das, was erkannt werden soll, vernichtet, kann nicht wahr sein. Deswegen sind wir heute gezwungen, die Wahrheit unserer Naturerkenntnis in Frage zu stellen. Wir müssen ein Denken in Frage stellen, was die Grundkräfte der Welt nicht erreicht. Und hier setzt Steiners philosophischer Impuls ein. Er hat dargestellt, dass das Ich, das menschliche Ich, in der Lage ist, nicht bloß in ein Abbildungsverhältnis zu den Dingen zu treten, sondern sich im Denken selbst zu ergreifen. Und diese Kraftseite des Ichs findet eine Art Identität mit den Grundkräften der Welt.
sodass eine Art universales, kosmisches Denken entsteht, was mit der Welt verschmilzt. Und diese Denkform, dieses Welterleben und Weltverbundensein im Bewusstsein, das durchzieht die Fächer der Waldorfpädagogik, das durchzieht die Lehrinhalte und auch die Didaktik der Waldorfpädagogik. Es kommt etwas hinzu, dass der Wille oft in der Literatur, in der Psychologie und Philosophie etwas Animalisches hat. Und heute wird der Wille fast nur noch als Egoismus begriffen, als die Kraft, mit der ich meine Ziele umsetze. Und wir merken, dass diese Ziele nicht zum Guten der Welt sind, dass sie dieses Zerstörerische in sich tragen, von dem auch Georg Picht spricht. Und hier sehe ich die zweite große Leistung Rudolf Steiners. Er spricht von der intuitiven Durchleuchtung des Willens, dass der Wille so eine Art Hingabekraft und Selbstlosigkeit bekommt. Und das sind zwei polare Gesten und um diese Gesten bemühen wir uns in der Waldorfpädagogik, vielleicht eher so, dass die Kinder in der frühen Zeit erleben, wie sie sich mit ihrem Willen mit der Welt verbinden und ihre Menschlichkeit in der Welt entfalten und dann in der Oberstufenzeit erleben, dass ihr eigenes Denken zu einem Kraftort wird, wo die Welt erscheinen kann, zu einem Bewusstseinsort, der eben sich nicht von der Welt als getrennt erlebt. Und hier sehe ich, damit möchte ich gerne schließen, die großen Leistungen Rudolf Steiners, die sich bis in die Didaktik der Waldorfpädagogik spiegeln. Und es wird oft belächelt, dass wir vielleicht eine Märchenweltpädagogik sind oder viel zu viel Naturfolklore und solche Dinge haben. Aber diese philosophischen Aspekte Steiners, die müssen auch in die Erlebenssphäre hineinkommen. Und da sehe ich die große didaktische Aufgabe der Waldorfpädagogik, dass unser Erleben, was bisher weltgetrennt ist, wieder in einen tieferen Weltzusammenhang bis in die eigene Lebensverantwortung eintritt. Vielen Dank. Since we are members of the present age, we need film images from time to time to reconnect with what we're talking about. At least that's what we think. And now we have a wonderful artist among us. His name is Paul Zira. And most of you will know him in some kind of way because he is the wonderful man who made the three films which we published under the label of Waldorf 100, together the last one with I.S. Wecke. So Learn to Change the World, Part 1, Learn to Change the World, Part 2, and Becoming. Those are the three films which are online now. Also ich sage gerade, dass ich mich sehr freue, dass wir einen Menschen unter uns haben, Paul Zira, der diese drei bis jetzt veröffentlichten Filme von Waldorf 100 und den letzten auch in Zusammenarbeit mit I.S. Wecke gemacht hat. Und wir sind jetzt gerade dabei, an einem neuen Film zu arbeiten. Und das ist ein Film, der nennt sich Digital Revolution, wobei das R durchgestrichen ist. Und dazu würde ich jetzt Paul hier mal her bitten. Paul, can you please come here? I don't know where you are. So, first of all, let's give him a big applause for those beautiful films. we actually have a surprise guest whom we will only share with you in just a while. But first, Paul, can you tell us a few words about what this new film is all about? Yes. Well, first of all, I just want to thank you, Henning, for having the vision to make these films, first of all. And what a real honor it was to work with all the teachers and students and parents to make these films possible, because these are documentary films, so it's really
to the credit of the way many of you have spoken and articulated, that we can get some small essence of what Waldorf education is all about. To say a little bit of introduction for the new film that we're working on here is, it's a work in progress, so it's not a completed film. You're getting an opportunity to see very much a process. You know, it's peculiar, we're here amongst this Waldorf celebration to speak of technology and education. And at least in America, most people, when you put Waldorf into that conversation, they immediately have this stereotype of, oh, no screens, no computers, no media. And while that's part of the conversation, I think it really misses the point. And the point of this film is, in its essence, really something that lies at the root of Waldorf education, and that's freedom. This film is all about children's freedom to learn, and that's at least what we want to try to accomplish in this, in a conversation with this film. So that's why we're here. That's why this film is being supported with Henning's help, and that's our goal, to really have that conversation about child development and not get lost in the debates about screens, no screens. Yes. So, I would suggest that we look at this trailer now, and afterwards, we'll have a very small time slot left to speak about it, and then we'll have our special guest here. So now please run the film. Other schools your friends are in? It's safe. Yeah. It's what? It's safe. And safe. The important part of this work is creating healthy humans. In Israel, there is not a lot of opportunities for Jewish Arab children or adults to live together, to work together, to study together, to grow up together. في هنا عندنا حضارتين او مجتمعين, مجتمع الاسرائيلي ومجتمع الفلسطيني العربي, ولازم نربي الاولاد بوعي فكري وقلبي انه يجمع الاشياء هذول مع بعض. السلام عليكم. So it's a daily thing for a child to see, for example, for a Jewish child to be held and caressed by a Muslim lady, or the opposite. So the child will never be afraid of a Muslim lady because she has a hijab, or the other way around. So, guten Tag, hallo. Seit 2014 erlebt Europa eine große Flüchtlingskrise.
Davon ist auch die Schule hier in Karlsruhe, das Parsifal-Zentrum, betroffen. Wir haben im letzten Jahr bis zu 160 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus aller Welt gehabt, von China über den Irak, über Syrien bis hin zu den ganzen afrikanischen Ländern, nordafrikanischen Ländern, aber auch von Teilen des Balkans. Einen guten Appetit. It's always the same. The children come and they feel there's help. Like a real close relationship with the children here. They're like brothers and sisters to us, or like they can be like our mom and dad to us sometimes. Sondern es ist um das Kind zentral geht. Und das Kind eigentlich die Leitlinie ist, um eine Schule überhaupt erstens zu bilden und am Leben zu halten, wieder neu zu gestalten. ولا البناء ولا الألعاب ولا الألوان مهم المعلمة إذا المعلمة بتكون تحب الأولاد تعطيهن من جوا من داخلها بحقيقة بمحبة وهذا اللي هاي أهم إشي يعني إن هي المعلمة التغيير هو بس بده يكون بالمعلمة نفسها. The teacher meets the child, recognizes what the child needs to learn, and creates the conditions within which that's possible. Every child is asking to be seen. Every child wants to find their way into the world, wants to find their direction, their task. And I think today a lot of children seem to be getting lost. Young people, lost in that I don't know who I am. Every child has the right to have a surplus on positive memories about his school time. Because we know today that the memories, the quality of the memories, are quite essential to overcome traumata, to overcome illnesses, to overcome problems in your biography. We have to actually now attend to what are the real developmental needs of a generation of children that are becoming much more traumatized by the experiences that they're having in our living environment. Also montags ist hier ein Morning Circle, wo alle Klassen im Kreis hier herumstehen. Diese Form der Inklusion, wo alle Schulen, alle Kinder mit verschiedensten Förderbedarfen, auch die ganz normalen Waldorfschüler, hier beisammen sind, das ist die Methode, die Anonymität zu durchbrechen. Gut oder schlecht? Gut oder schlecht? Inclusion is one of the key pillars of Waldorf education since its cradle. 1918, the Goetheanum was built. In Dornach, this small village outside of Basel, Dr. Steiner could have founded his first Waldorf school in Dornach. It would have been easy. He had an easy walk to work, and it would be a lot less fuss. He started it in inner city Stuttgart, a huge commute for him, all the difficulties of bringing these groups of kids together whose parents not only had never talked with each other at this level, but who had tremendous disdain for each other. And so we need to remember that that is how we should talk. It's our language. And then we should think, what does inclusion look like today? Some of the experiences these young children have had in their lives
are seeped in living in a community like Oakland and being resilient in that community. That when they're able to bring beauty and see the good and the light in the world, that is the solve. To me, that's the essence of what Waldorf could do for the world. Me encanta ver el empeño que tienen en que Víctor aprenda, o sea, se supera en los en las cosas que él tenía dificultades para hacer o que a él no le gustaba expresar, a él no expresaba lo que sentía y es cosa que ahora lo está haciendo. Él se expresa, él si no le gusta algo, pues. When you don't know the other, you can imagine the most incredible things about the other. You can demonize the other, you can vilify the other. But when you know the other intimately, and that other is your friend, your classmate, the one you grew up with, then you can't so easily be convinced as to the imagination of the other through propaganda, through media, through politics. There's a more intimate knowledge that trumps anything else. You're entering into a world of increasingly rich diversity. That something happens when you are intentionally inclusive with the right supports, that everybody wins. And you don't know that until you try it. It's such a life experience to come every day to the classroom, as we do in World of Education, and to say with Jewish Hebrew speakers and with Muslim Arab speakers, Nuri Shams El Ghali Yuniru Li Yawmi. عدمت الروح بنفس تمد جسدي بالقوة. We give and we receive. We are responsible and we trust. Part of making a child able to deal with circumstances is the fact that we have to make them willing to investigate. Because they're not limitations, they're initiations, they're waking up the being. So the role of the teacher in many ways becomes this wonderfully creative challenge of staging moments that are so real that the child can meet them. On this side, most of the force is going to be in that direction. In Waldorf, there's a lot of why questions that are answered. So you start off the experiment and you observe a phenomenon. You say, why? And so then you dig a little deeper and why? And eventually the whys run out because human knowledge runs out. Why did Napoleon return? It's a riddle, right? Why did he return? There's no really an easy answer to climate change. There's no easy answer to ending war or poverty. You know, you have to actually burrow in and figure this stuff out. It's not information that they want. Alone. They want a truth. تربية الفالدوف هي بتكمل واحد التاني، يعني بتخليش قطعة صغيرة ناقصة. كمان تربية بالداخل، تربية على المحبة وزي ما قلت، تربية على الإنسانية، تربية بدأ بلا حدود، بلا يعني أخافش من الآخر. I think it was so important in the 20th century that Waldorf education really tried to find out its own identity, its own specials, what is the unique point of a Waldorf school. But for the future, I think it's much more interesting how can we really relate and co-work with different understandings of the human being. Development means to lift it from one consciousness to the next, to develop ourselves, to develop the earth, to develop community. But I see we have to digest it. We have to bring it in another form for the sake of the development of another people, not myself. And perhaps I develop also myself when I do that. It's possible to find your way as an Egyptian, as a Muslim or a Christian or Coptic or Jewish person to go the path of cultural revolution you are part of, and at the same time develop your own consciousness and your
human side. コミュニケーションを取る核になっていく、そんな人たちがこの経験値として、いつもの考え方じゃないところで保護者も直感的に、ああそうかもっていう思える、そこでつながっているような気がします。 Weil überall auf der Welt Menschen sind, die vielleicht örtlich weit voneinander entfernt sind, aber man spürt, man ist irgendwie nah aneinander dran durch die Ziele, die man und die Werte, die man vielleicht hat. This goes beyond cultural differences, this goes beyond political differences, this goes beyond economic differences between people. It's about focusing on a human task. How do we sense and cognize what is coming to the world and prepare ourselves in such a way to meet it? This shift in consciousness will become much more expressive in the world in the next 25 years. Much as 100 years later, we will be living in a very differently cognized reality. You can see it, you can feel it. Yes. Board of Education make children, normal children, strong for life. It's about hope, it's about faith, it's about grace, because teachers, we have to have grace that we don't have all the answers. We have to understand our children and their families and the community, that they're our primary source for learning. They help us in our becoming, of being our better selves. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich selbst Lehrerin werde, weil ich für meine Kinder möchte, dass sie wirklich eine Schulzeit haben, die sie stärkt und ihnen Vertrauen für die Welt und ihre Aufgaben schenkt. Ich hatte Ihnen eben einen Überraschungsgast angekündigt und das ist Remo Lago, den Sie eben kurz in dem Film gesehen haben. Sorry? Please introduce him. Oh. Und ich möchte auch noch Eric Ivy vorstellen, der genauso an den Film immer mitgearbeitet hat wie Paul. I also want to introduce Eric Ivy, who has always been fully involved with all these films and also with the new one. Deutsch. Lieber Herr Lago, wir haben vor einigen Tagen telefoniert und da haben Sie mir die große freudige Überraschung gesagt, dass Sie kommen können heute. Und das war unter anderem dadurch bewirkt, dass Sie den Trailer gesehen hatten. Und möchten Sie vielleicht ein paar Sätze dazu sagen? I'll translate that later. Also das Hauptgefühl, der Haupteindruck war eigentlich Betroffenheit und eine gewisse Ohnmacht, die ich spüre eigentlich bei allen Eltern auf der ganzen Welt, wie sie mit dieser Digitalisierung der Kindheit umgehen wollen. Und ich möchte jetzt das etwas anders angehen, als man gewöhnlich macht, weil wir reden eigentlich vor allem darüber, was die Digitalisierung bei den Kindern macht. Und ich möchte eigentlich darüber reden, welche Erfahrungen die Kinder nicht machen können, weil sie in den Medien sind. Und wenn man jetzt zurückblickt und sich fragt, wie sind eigentlich die Kinder in der Menschheit groß geworden in den letzten etwa 200.000 Jahren, dann gab es zwei Lebensbereiche. Einer war die Natur und der andere war die Lebensgemeinschaft. Und in diesen beiden Bereichen haben die Kinder ihre Erfahrungen gemacht und sind groß geworden. Und, das vergessen wir leider,
Das hat natürlich uns auch geprägt und unsere Kinder. Also die Kinder haben eigentlich die Erwartung, dass sie in der Natur aufwachsen. Und sie haben die Erwartung, dass sie in der Lebensgemeinschaft aufwachsen. Und das ist nicht mehr der Fall. Also ein kleines Beispiel, wenn man sich überlegt, wie ist das jetzt in den ersten Lebensjahren, dann muss man davon ausgehen, dass die meisten Kinder zwischen 2 und 5 Jahren mindestens 1000 Stunden vor dem Fernseher, vor dem iPad oder was auch immer verbringen. Und meine große Sorge ist, was hätten die Kinder gemacht, wenn sie nicht in den Medien gewesen wären? Und wenn man sich das überlegt, dann kommt man zur Einsicht, dass es eigentlich nicht das Problem der Kinder ist, sondern unser eigenes Problem. Also wie wir die Umwelt der Kinder gestalten. Und das braucht Kraft, das braucht Zeit. Und die haben wir irgendwie nicht. Und das Zweite, und das ist im Film ja auch angeklungen, wir sind Vorbilder. Karl Valentin hat einmal gesagt, wir können die Kinder nicht erziehen, die machen uns eh alles nach. Also letztlich werden die Kinder, wie wir sind, und das ist ja auch im Film angeklungen, die größeren Kinder sind sich sehr bewusst, dass im Grunde genommen die Eltern ein mindestens so großes, wenn nicht größeres Problem haben als sie selbst. Ganz herzlichen Dank, Paul. Can you tell us a little bit about the, or Eric, I don't know who wants to answer. Can you tell us a little bit about the evolution of this film? How is it going? How will it go on? And I had the impression, and that's actually what we spoke about a lot before, that this is also meant to, it's not meant to, how do you always call it? Sing to the choir or something? It's also to reach parents who struggle with these problems and simply need help in answering them. Well, I think first and foremost, the value of a film like this is not really for Waldorf people. I think many of you, you know, have a certain understanding of child development through your teachers or through what you've self-educated, but you know, we live in a world where the technology industry is extremely powerful in the marketing of technology. And so we really need to educate people outside of Waldorf to understand the power they have in their children's lives. In many ways, many parents are disempowered because they feel helpless. They feel like technology, I can't do anything about it. My, you know, kids love technology. Well, you know, kids love shiny objects. We all do. But I think our message that I hope we can get to in this film is to empower the parents to understand the role that they actually continue to have and thereby influence their children. In some way take it away from the marketing and the technology companies. Where we are briefly in the process is we are in the middle of filming and we're looking for additional support to continue. In order for a film like this to really have a wide distribution and audience on places like television and digital distribution platforms, it has to be a certain length, and to do that takes a lot of time and more filming. The voices are still not complete. There's a few other voices that need to come into this piece, a broader demographic and some other perspectives, and much more children and young people's experience. So that's what we hope to get to over the next year. Since I'm going to receive many emails tomorrow asking where this film can be obtained, this trailer, could you just tell us 2 sentences about why this is not online yet? Well, it's not online because when we hope to distribute it more widely,
They want to premiere it. and it isn't complete. I mean, this really is, what we're showing you here is posing the questions. And many people can pose the questions, and there's been a lot of conversation of asking the questions. I think what we have to offer here are some real answers, and that surrounds helping people understand a little bit more of the work that Dr. Remo Largo has done in understanding child development. And that, again, is empowering parents, because I think they have forgotten that children are not mini adults. You know, they're very different. And instead, we market technology to little children as though they're a mini adult. Lieber Herr Largo, Schlusswort haben Sie. Was würden Sie sich wünschen, was in diesem Film unbedingt vorkommen muss, damit er das erfüllen kann, was er sich vornimmt? Ja, ich würde mir wünschen, dass man einerseits zeigt, was eben die digitale Welt nicht kann und was es andererseits braucht, was das Kind braucht. Ich gebe ein Beispiel. Die Jugendlichen werden nicht sozialisiert über die sozialen Medien. Also sie werden nicht kompetent über die sozialen Medien, sondern sie werden nur kompetent über reale Beziehungen. Und das denke ich einmal mehr, ist ein ganz großes Problem, weil wenn man bei den Jugendlichen nachfragt, dann sind sie sehr unter Druck gesetzt durch diese Leistungsgesellschaft, vor allem auch mit den Hausaufgaben und den Prüfungen und so weiter. Und es bleibt eigentlich kaum mehr Zeit, über die sie frei verfügen können und wo sie mit anderen Jugendlichen zusammen sein können und dabei eben Konflikte austragen, gemeinsame Vorstellungen entwickeln und eben so sozial kompetent werden. Als ich neulich vertraulich einer jungen Mutter erzählte, dass Herr Dr. Largo heute hierher kommen wird, weil ich mich so gefreut habe, da sagte sie zu einem anderen jungen Vater, also wenn du keine Lust hast zu lesen, du musst nur ein Buch lesen über Kindheit und das ist von Dr. Largo. Also gucken Sie im Internet nach. Gut, ganz herzlichen Dank. Danke Ihnen für die Rückmeldung. Thank you very much, Paul. Thank you very much, Eric. So, wir haben natürlich, wie den ganzen Tag schon, ein wunderbar volles Programm. Und jetzt würde ich meine Kolleginnen und Kollegen vom Vorstand des Bundes der Freien Waldorfschulen mal hier nach vorne bitten. Und während sie herkommen, möchte ich Ihnen erzählen, worum es jetzt in dem nächsten Abschnitt geht. Das wird gleich nochmal von Nele Auschra ein bisschen unter einem anderen Aspekt beschrieben. Aber ich sage schon mal so viel. Stellt ihr euch hinter die... Genau, ich auch. Ich sage schon einmal so viel, wir haben gestern zwei Dinge der Öffentlichkeit vorgestellt bei einer Pressekonferenz. Das eine ist eine Elternstudie 2019, die wir repräsentativ durchgeführt haben, dazu wird Nele Auschra gleich ein paar Worte sagen. Das zweite ist, dass wir gesagt haben, wir können dieses Jahr eigentlich nicht verstreichen lassen, ohne dass wir einige wirkliche Nägel einschlagen in die bildungspolitische Debatte. Ob diese Nägel dann auch sozusagen gesehen werden, das ist eine andere Frage. Aber da arbeiten wir dran. Und wir wollten einfach diese Chance nutzen, dass wir uns mit 7 Kernforderungen an die Öffentlichkeit wenden und hoffentlich damit in einen Diskurs treten, der etwas bewirkt. Und ich möchte Ihnen jetzt erst meine Kolleginnen und Kollegen vorstellen. Zu meiner Linken, von Ihnen aus gesehen, steht Eva Wörner. Zu meiner Rechten steht Nele Auschra, dann wiederum zu meiner Linken Stefan Grosse und ganz dort von Ihnen aus gesehen rechts außen, das wird ihn jetzt sehr ärgern, steht Thorsten Fehles. Und leider sind
zwei meiner unsere Vorstandskollegen verhindert, aus gesundheitlichen Gründen und anderen Gründen. Deswegen müssen wir das jetzt untereinander aufteilen. Und ich glaube, Nele, du hast jetzt das Wort. Ja, danke schön. Wir im Vorstand des Bundes der Freien Waldorfschulen waren schon vor einem Jahr damit beschäftigt, was wird passieren, wenn wir dieses großartige Jahr vollbringen hier, das Jahr 2019, 100 Jahre Waldorfschule. Wir waren uns sicher, wir waren uns ganz sicher, dass wir viel Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit haben werden. Und die wollen wir nutzen. Henning, du hast die 7 Kernforderungen erwähnt. Wir möchten damit verstärkt jetzt in die Öffentlichkeit gehen. Vorher hat uns aber interessiert, das, was unsere Pädagogik ausmacht, ist das denn das, was auch die Eltern wünschen, Eltern schulpflichtiger Kinder? Was stellen Sie sich vor? Wie möchten Sie, dass Ihre Kinder ihre Schulzeit verbringen? Wann haben Ihre Kinder in Ihren Augen eine gute, gesunde Entwicklung in der Schule vollführen können? Wir haben uns von Profis beraten lassen und haben Anfang des Jahres eine groß angelegte telefonische Elternstudie, also Elternumfrage durchgeführt. Bei über 2000 Menschen, mit über 2000 Menschen wurde gesprochen, alle mit Kindern in der Schule, schulpflichtigen Kindern. Und die Ergebnisse, ein paar davon werden wir Ihnen gleich vorstellen, die Ergebnisse geben uns Mut. Sie geben uns Mut, dass unsere Pädagogik die ist, die viele, viele Eltern in ganz Deutschland und wahrscheinlich auch darüber hinaus für ihre Kinder suchen und wünschen. Wir haben als erstes diese Studie, die du auch genannt hast hier, Heiner Barz von der Universität in Düsseldorf hat die Studie herausgegeben. Sie wurde gestern in einer Pressekonferenz vorgestellt. Wir werden die Ergebnisse aber auch so aufbereiten, dass unsere Kolleginnen und Kollegen, die in den Landesarbeitsgemeinschaften und in den Regionen unterwegs sind, mit Politikern, mit den Entscheidern aus Politik und Verwaltung sprechen, dass sie ihre und unsere bildungspolitischen Kernforderungen untermauert mit dem, was Eltern wünschen, darstellen können. Wir haben 7 Kernforderungen, 7 Vorstände. Heute sehen Sie leider nur 5 von uns, aber wir schaffen es trotzdem, Ihnen die 7 vorzustellen. Danke. Ach so, Entschuldigung, ja. Hans Hutzel und Thomas Lutze-Rodenbusch können leider heute nicht hier sein. Aber ich gebe als erstes das Wort an meinen Kollegen Stefan Grosse und bitte darum, dass die erste Kernforderung gezeigt wird. Entschuldigung. Henning, du beginnst. Entschuldigung. Da ist sie. Also, in der kürzestmöglichen Kurzfassung kann man sagen, dass wir in Deutschland immer noch sozusagen in einem Nachklang leben des allgemeinen preußischen Landrechtes von 1794. Da wurde nämlich dieser Satz reingeschrieben, Schule ist eine Veranstaltung des Staates. Und das ist eine Auffassung von Schule, die damals aus ganz anderen Gründen entstand, weil der Staat sich säkularisierte und der baute einen Nationalstaat auf und all solche Dinge. Da wurde die Schule sozusagen, und der Staat hat generell damals das öffentliche Leben usurpiert und damit eben auch die Schule. Und das ist eine bestimmte Auffassung von Schule, da sind wir seit 200 Jahren und noch länger sind wir durch diese Erziehung in Deutschland gegangen, dass wir das denken. Als die PISA-Studie kam, da zerbröckelte diese Denkweise in gewisser Weise, weil plötzlich klar war, dass es so einfach, wie man das immer gedacht hatte, eben nicht ist. Und es entstand ein Vakuum und in dieses Vakuum sind Interessen reingekommen, die sehr stark aus dem Wirtschaftsleben bestimmt sind. Und das wiederum hat bewirkt, dass sehr viele Eltern angefangen haben, darüber nachzudenken, ob es eine Alternative gibt zu einer Schule, die eben entweder ganz stark aus diesen wirtschaftlichen Gesichtspunkten heraus geprägt ist, Zulieferbetrieb sozusagen für das Wirtschaftsleben, oder die eben aus diesem alten zentralistischen Denken heraus betrieben wird, was bei uns natürlich anders aussieht heutzutage. Und dadurch ist plötzlich eine Entwicklung in Gang gekommen, die sehr viel mit dem Run auf die freien Schulen zu tun hat. Und wir möchten gerne, warum ich das gesagt habe, war sowohl in diesem Schulbegriff, der sagt, der Staat weiß, was richtig ist für die Erziehung, als auch einen Schulbegriff oder Lernbegriff, der sagt, wir müssen die Kinder tauglich machen für eine Industriegesellschaft, wie wir sie eben heute haben. Da hat Gerald Hüther, der hat das wunderbar auf den Punkt gebracht, indem er mal gesagt hat, die Kinder werden immer zu den Objekten des Lernens gemacht.
Und wir müssen diesen Paradigmenwechsel vollziehen, dass die Kinder als die eigentlichen Subjekte des Lernens ernst genommen werden, als diejenigen, sage ich jetzt dazu, die eben mit ihren menschlichen Fähigkeiten selber zurechtkommen müssen und die sich zu eigen machen können müssen, damit sie wissen, sie können sich auf ihren Willen verlassen, sie können sich auf ihre Gefühle verlassen, sie können sich auf ihr Denken verlassen. Und deswegen, da finde ich das sehr anpassend. Und deswegen ist die erste Kernforderung, die wir aufgestellt haben, die, es muss das Recht auf eine umfassende Bildung für jedes Kind geben. Das ist die erste Forderung, die wir aufstellen. Und darin verbirgt sich eben, dass nicht die allgemeine Schulpflicht das allein selig machende Mittel ist, um sicherzustellen, dass es Bildung gibt. Das wissen wir, dass das so nicht funktioniert. Sondern der Anspruch muss auf Seiten des Kindes da sein, das Recht auf Bildung. Und dass dieses Recht begründet eben einen Anspruch gegenüber den Erwachsenen, dass es das Kind in der ganzen Breite seiner Fähigkeiten eben fördern können. Das kann man natürlich dann auch noch wunderbar weiter evaluieren. Und ich möchte hier nur kurz aus dieser Studie eben dieses für uns wirklich sehr interessante Ergebnis sagen, dass wir haben viele Fragen gestellt. Eine Frage war, ob Schule eigentlich dafür da sei, überwiegend Prüfungen auf Prüfungen ausgerichtet zu sein, was sie in Deutschland immer noch ist, oder ob es um ganz etwas anderes geht, nämlich um die Entwicklung einer selbstbewussten Persönlichkeit. Und das war eine, wie Nele ja schon sagte, repräsentative Studie, die sich nicht an Waldorfeltern wandte, aber an Eltern, die ein mindestens ein schulpflichtiges Kind haben. Und 93% der Eltern haben dieser Auffassung zugestimmt, womit man sieht, dass die Eltern offensichtlich sehr viel klüger sind, als man das manchmal ihnen unterstellt. Und damit gehen wir zur zweiten Kernforderung. Bitte? Ja, die zweite Frage war Freiheit in der Bildung. Das ist sehr eng geknüpft an die Frage, welche Bedeutung hat denn der Lehrplan? Und in dem Verhältnis zum Lehrplan die einzelnen Lehrkräfte. Sind die Lehrkräfte die sklavischen Exekutoren eines Lehrplans, der bis in die Stunde genau festlegt, was zu geschehen hat inhaltlich, oder eben nicht? Und welche Aufgabe kommt dann den Lehrkräften zu? Auf die diese Frage angesprochen haben, annähernd 90% der Eltern, die befragt wurden, geantwortet, sie wünschen sich eigentlich einen Lehrplan, der nur eine Rahmensetzung ist, der aber dann den Lehrkräften vor Ort eben ermöglicht, auf die Begabungen und die Bedürfnisse der Kinder, die in einer Klasse zusammengekommen sind und konkret vor den Lehrkräften sitzen, wirklich einzugehen, dass eben dann in einem echten Erziehungsprozess die bestmögliche Förderung aus dem, was spontan sich aus der Stunde ergibt, möglich ist. Wir stellen drei Forderungen auf. Dass Schulen autonom sind. In der Wahl und Ausgestaltung ihres Schulprofils. Sehr wichtig in der Wahl und Ausstattung ihrer Kollegien. Dass also da ein echtes Kollegium als Gemeinschaft zueinander findet und zueinander passen kann. Und sehr wichtig, dass Schulen autonom sind in der Verwendung des ihnen zustehenden Budgets. Ich stelle Ihnen unsere Kernforderung Nummer 3 vor. Nämlich, wir fordern eine Chancengleichheit für alle Schülerinnen und Schüler durch eine freie Schulwahl. Dies kann nur erreicht werden, wenn die Auszahlung der staatlichen Schülerkopfpauschale an die Schule geht, die die Eltern für ihr Kind oder ihre Kinder auswählen. Die Schulgesetzgebung der Bundesländer fördert ein Zweiklassensystem, indem sie die freien Schulen durch unzureichende Finanzhilfen zur Erhebung von Schulgeld zwingt und dadurch bewusst Hürden für einen ungehinderten Zugang schafft. Applaus
Mit variablen Anteilen der staatlichen Pauschale kann in sozial benachteiligten Gebieten pädagogische Initiative ermutigt werden. Ein nicht einkommensabhängiger Wettbewerb kann entstehen. Dass das in der Praxis funktioniert, zeigen die meisten skandinavischen Länder und die Niederlande. Dort haben alle Familien freie Schulwahl und es entsteht ein produktiver Wettbewerb unter den Schulen, der in erster Linie etwas mit der pädagogischen Gestaltungsfreiheit zu tun hat und dadurch allen Schulen zugutekommt. Ein Ergebnis zu dieser Fragestellung in der Elternstudie 2019 war, dass 84% der Eltern sich unabhängig von Zusatzkosten für eine Schule entscheiden wollen. Die vierte Kernforderung: Mündigkeit in einer digitalisierten Welt. Wir haben vorhin schon in dem Film gesehen und wir hören und sehen es jeden Tag in der Zeitung und in den Medien, die Digitalisierung ist das Thema überhaupt, Land auf, Land ab. Viele selbsternannte oder benannte Experten tragen bei zur Diskussion, häufig mit dem Impetus, man müsste doch eigentlich möglichst früh die Kinder mit irgendwelcher Art von digitalen Medien in Kontakt bringen. Dabei vergessen sie eigentlich Kernerkenntnisse, die wir in der Waldorfpädagogik auch als sehr große Werte hochhalten. Wir fordern daher eine ganzheitliche Medienerziehung, welche eine bewusste und altersbezogene Balance digitaler Technologien und ihrer Anwendung mit analogen, haptischen, sinnlichen, sozialen und intellektuellen Erfahrungen herstellt. Das heißt nichts anderes, als dass Medienkompetenz letztendlich immer auf anderen erworbenen Fähigkeiten basiert. Es gibt keine Medienkompetenz, die sich aus sich selbst heraus erwächst. Diese kann nur durch andere Fähigkeiten gestützt werden, darauf aufbauen und dann auch erst sich so entfalten, dass sie wirklich eine produktive, gute Umgebung für die jungen Menschen, die in das Leben treten, schaffen kann. Deshalb ist es der falsche Weg, mit Medieninhalten unreflektiert schon an die kleinen Kinder heranzutreten. Diese Erkenntnis wird auch durch die Elternstudie letztendlich gestützt. 9 von 10 Eltern befürworten, dass nicht nur finanzielle Mittel für die Digitalisierung in den Schulen bereitgestellt wird, sondern genauso für die Förderung der Kreativität der Schüler. Und ein weiteres interessantes Ergebnis: 85% der Eltern befürworten ein allgemeines Handyverbot an Schulen. Das erstaunt doch etwas, denn die Handys und Smartphones sind ein alltäglicher Gegenstand geworden. Und warum unterstützen 85% aller Eltern, dass an den Schulen Handys zumindest für den privaten Gebrauch untersagt sein sollen? Ein durchaus bemerkenswertes Ergebnis, wie ich finde. Inklusion. Ja, es bedeutet, es ist ein Menschenrecht, die Teilhabe eines jeden Menschen an der Gesellschaft ohne jegliche Art der Hinderung daran, ohne Unterdrückung. Dieses Menschenrecht ist beschrieben in der UN-Behindertenrechtskonvention. Es begegnet uns im Alltag, vor allen Dingen bei dem Thema schulische Inklusion, eins, was sehr viele Wellen geschlagen hat, was zu vielen, vielen Diskussionen aufgerufen hat. Und was zum Teil in Misskredit geraten ist, ein Umstand, den ich sehr bedauere, denn für mich ist Inklusion eigentlich eine Vision. Es ist eine visionäre Idee einer Gesellschaft, an der alle teilhaben können, aber auch teilhaben möchten. Eine Gesellschaft, an der alle teilhaben möchten. Wir sind vielleicht hoffentlich auf einem guten Weg und die schulische Inklusion ist nun mal ein Baustein auf diesem Weg. Wir verstehen es als eine Möglichkeit, eine Schule so zu schaffen, dass sie Lebensraum bieten kann, Lebensraum für alle Schüler mit all ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten oder auch Unfähigkeiten, die alle dort in diesem einen Lebensraum Schule ihre eigenen Lernorte finden, wo sie nach ihrem Tempo, in ihren Möglichkeiten sich fortbilden können und eine gemeinsame Schulzeit verleben können. Dafür, um das umsetzen zu können, fordern wir,
zusätzliche Finanzhilfen, denn Inklusion ist kein Sparmodell. Das ist lange Zeit versucht worden, so durchzuführen. So funktioniert das nicht. Wir fordern deutlich mehr Finanzmittel. Wir brauchen besser ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer. Wir brauchen Therapeuten. Wir brauchen Sonderpädagogen, Sozialpädagogen. Es muss einiges geschehen, auch bei den baulichen Gegebenheiten der Schulen. Und Sie sehen hier, dass auch eine deutliche Mehrheit der befragten Eltern, immerhin 85%, ungeachtet der ganzen Diskussion, die wir in der letzten Zeit und in den letzten Jahren schon hatten, 85% unterstützen diese Forderung. Sie schätzen die Inklusion an den Schulen und sie wünschen sich dafür deutlich bessere finanzielle Unterstützung. Kernforderung Nummer 6 ist, jetzt geht es um Sie, liebe Lehrerinnen und Lehrer. Wir fordern, dass die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern radikal erneuert wird. Die fachliche Kompetenz ist in der Ausbildung notwendig und für uns eine Selbstverständlichkeit. Zahlreiche gesellschaftliche, soziale, demografische und technologische Entwicklungen verändern mit zunehmender Geschwindigkeit das Leben der Kinder und der Jugendlichen und bedürfen pädagogischer Antworten. Unsere Lehrerinnen und Lehrer müssen in der Lage sein, darauf einzugehen. Deshalb fordern wir, dass die Kunst des Lehrens, die Kopf, Herz und Hand gleichermaßen anspricht und entwickelt, Bestandteil jeder Ausbildung für unsere zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer wird. Lehrer sein, Lehrerin sein, erfordert die Fähigkeit, den Schülerinnen schnell, kreativ, empathisch und situativ ganz unterschiedlich Orientierung zu geben und vor allen Dingen Mut zu machen. Deshalb gehört in jede Ausbildung die Möglichkeit, dass jede Lehrerin und jeder Lehrer seine Persönlichkeit und Empathiefähigkeit stärkt und grundlegend diagnostische Kenntnisse erwerben kann. Ein Ergebnis in der Elternstudie zu dieser Fragestellung 2019 war, dass 81 der befragten Eltern sich dafür aussprechen, dass auch kreative und praktische Inhalte in die Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer gehört. Kernforderung Nummer 7, Vielfalt fördern, Kulturmonopole abbauen. Es ist schon einleitend gesagt worden, es gibt so einen in Stein gemeißelten Satz oder eine Denkgewohnheit, der Staat betreibt die Schulen. Muss das so sein? Das hat sich gesellschaftlich auch in die Denkgewohnheit der allermeisten Menschen eben eingegraben. Und deshalb muss man sagen, was jetzt statistisch erfasst wurde in der Elternumfrage, ist eine Minderheit, ich möchte aber sagen, eine signifikante Minderheit von über einem Drittel der Befragten, die das so nicht finden und befürworten, dass Schule eine Aufgabe der Zivilgesellschaft werde und nicht des Staates sein müsse zwingend. Wir fordern an dieser Stelle einen grundlegenden Paradigmenwechsel im Schulwesen. Der Staat soll zukünftig nur die Rechtsaufsicht über die Schulen stellen. Die einzelnen Schulen gestalten ihr Bildungskonzept, ihre unterschiedlichen Bildungskonzepte autonom und ganz wichtig, verwalten sich selber. So entsteht echter Pluralismus auf der Grundlage des heilig gehaltenen und wesentlichen Subsidiaritätsprinzips. Danke euch. Also, damit Sie noch wissen, das gibt es natürlich alles noch ein bisschen ausführlicher. Wir haben uns jetzt hier natürlich so kurz gefasst, wie es überhaupt nur ging. Und ich möchte, bitte? Ja?
ich fange jetzt mal mit den sieben Kernforderungen an, dann zeige ich das, bleib mal hier. Und ich möchte nur sagen, es gibt einen Flyer, da sind die drin, da wird auch noch, steht noch etwas mehr Text da drin. Und dann, liebe Nele. Gut, ich wollte es nur noch einmal in die Kamera zeigen, weil es einfach schön ist, dass wir es gestern vorstellen durften und alle Ergebnisse hier drin analysiert sind. Herausgegeben ist das Buch von Heiner Barths, Universitätsprofessor in Düsseldorf. Ja, gut. Ja, vielen Dank. Wir haben hier einen Freund unter uns, der selber die Ausbildung zum Waldorflehrer gemacht hat und dann anschließend in die Politik gegangen ist und viele Jahre im Deutschen Bundestag war, dann im Europäischen Parlament und dann sozusagen als Krönung seiner beruflichen Karriere die Leitung der sozialwissenschaftlichen Sektion am Goethe-Arnum übernommen hat. Und das ist Gerald Häfner. Und wir... Und wir haben Gerald gebeten, dass er das, was Sie jetzt in dieser wirklich sehr knappen Form gehört haben, nochmal bitte kontextualisieren möge und auch sein eigenes Statement dazu abgeben möge, wie er dazu steht. Und jetzt bitte ich dich, hierher zu kommen, Gerald, wenn du mich siehst. Ja. Danke, Henning. Das hast du schön gesagt mit der Krönung. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben diese Forderungen gehört. Sie sind eigentlich nicht so sehr, würde ich sagen, Forderungen der Waldorfschulen oder für die Waldorfschulen alleine, sondern sie sind Forderungen für das gesamte Bildungswesen. Und so war das von Anfang an. Ich würde gerne für einen Moment ein bisschen was von der Geschichte hinter der Geschichte der Waldorfschule noch mal ins Bewusstsein rufen. Es ging Rudolf Steiner ja nicht um diese eine Schule allein damals bei der Gründung, sondern es ging darum, das Schul- und Bildungswesen insgesamt auf eine ganz neue Grundlage zu stellen und darüber hinaus die ganze Gesellschaft anders zu organisieren, zu entwickeln. Denken Sie nur für einen Moment an das Jahr 1919. Das Kaiserreich war gerade zu Ende gegangen. Alles war offen, es war noch nicht klar, wie es weitergeht. Und im Westen, in den USA, endete die Splendid Isolation. Es wurde ein Programm verkündet für die ganze Welt. Woodrow Wilson, 14 Punkte, die USA griffen ein in den Ersten Weltkrieg hier in Europa. Und auf der anderen Seite 1917, beides 1917, Russland, Oktoberrevolution, Sieg der Bolschewiki. Es bildete sich etwas, was das gesamte 20. Jahrhundert beherrscht hat und was, behaupte ich, bis heute gesellschaftlich, wirtschaftlich, sozial, politisch das Denken und auch das Zusammenleben der Menschen weltweit bestimmt. Nämlich es wurden zwei Denkweisen und darauf gegründet zwei Systeme herausgearbeitet. Das eine, wenn wir immer nur unserem eigenen Impuls folgen, dann entsteht das größtmögliche Wohl für alle. Und das andere, wenn die Menschen ihrem eigenen Impuls folgen, dann werden sie egoistisch. Das heißt, wir müssen das Eigentum abschaffen, wir müssen die Freiheit überwinden und wir müssen dazu kommen, dass eine Brüderlichkeit geschaffen wird von oben, von außen, durch den Staat, durch die Partei. Also Liberalismus, Kapitalismus und Sozialismus. Ich sage das, weil auch in Deutschland, das damals sich bildete und wir diesen schroffen Gegensatz hatten zwischen Arbeitern auf der einen Seite und Unternehmern oder den Kapitalisten auf der anderen Seite. Und wenn Sie das so hören, dann merken Sie, dass zwei essentielle, ich würde mal sagen, Grundkräfte und Bedürfnisse des Menschseins, nämlich Freiheit und Brüderlichkeit oder Geschwisterlichkeit, wie auseinandergerissen werden. Die einen setzen nur auf die Freiheit und man kann, entschuldigen Sie, dass ich das der Kürze wegen jetzt so grob sage, in den USA kann einer, der im letzten Jahr am meisten verdient hat, 2,7 Milliarden verdienen in einem Jahr und 159 Millionen Menschen
unterhalb der Armutsschwelle leben, also mit Brüderlichkeit ist da nicht viel. Und im Osten war es so, dass sozusagen diese Planwirtschaft, dieser Zwang über alle herrschte, aber es keinerlei Freiheit gab, seine Meinung frei zu äußern, seinen Impulsen zu folgen. Und wir erleben das ja in einer verwandelten Form jetzt mit dem Social Scoring oder Social Credit System in China. Diese Auseinandersetzung ist noch nicht vorbei. Und wir als Menschen sind eben nicht entweder freie oder soziale Wesen, sondern wir sind freie und soziale Wesen. Und Rudolf Steiner hat sich damals, dieser große geistige Lehrer, dieser Mensch, der eigentlich das Erkennen erstmal gearbeitet hat über die Frage, wie kann ich überhaupt erkennen als Mensch, was kann ich erkennen? Und dann immer mehr an der Frage arbeitet, wie kann ich das Erkennen und das Handeln über das rein Materielle, das Tote hinaus entwickeln, in das Lebendige hinein, in das Geistige hinein, wie kann ich spirituelle Erkenntnis entwickeln, der hat sich plötzlich 1919 unmittelbar in die Politik, in die Gesellschaft gestürzt, weil ihm klar war, wenn die Menschheit zerrieben wird zwischen diesen beiden Polen, dann gibt es für sie keine gute Zukunft. Das war der größere Impuls, der Impuls der Dreigliederung. Rudolf Steiner, Emil Mold, Leinhaas, Hans Kühn, andere haben versucht, das umzusetzen. Und Rudolf Steiner sprach zum Beispiel am 23. April in der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik vor 1100 Arbeitern im Tabaklager, 1,5 Stunden. Die Leute standen auf Tabakballen, es war stickig, es war staubig, sie rauchten Kastanien und Eichenblätter, es stank. Rudolf Steiner sprach ohne Mikrofon, ohne Lautsprecher zu den Arbeitern und die gingen raus und hatten das Gefühl, das ist es, worauf es jetzt ankommt. Das war zum ersten Mal, dass einer aussprechen konnte, was nicht auf der einen oder auf der anderen Seite stand, sondern wie man das zusammenführen kann, vereinigen kann, weil wir brauchen Freiheit, Gleichheit und Solidarität oder Geschwisterlichkeit. Und gleichzeitig konnte man dann sehen, wie von oben die Funktionäre aus den alten Ideologien heraus versuchten, das zu bekämpfen. Sehr interessant. Zum Beispiel Mold, Leinhaas, Kühn waren Unternehmer. Im Unternehmerverband Baden-Württemberg wurde der Antrag gestellt, Hans Kühn auszuschließen, weil er einen Betriebsrat eingerichtet hat. Das Argument war, das ist Bolschewismus. Diese Dreigliederer, die reden von Dreigliederung, aber sie sind Bolschewisten. Und bei der USPD kam der Antrag, die Dreigliederer auszuschließen mit dem Argument, sie reden so, als wären sie für Brüderlichkeit, Geschwisterlichkeit, Gerechtigkeit, aber Steiner ist ein Freund von Mold, Unger und Leinhaas, das sind Unternehmer, das heißt, es geht eigentlich darum, es ist ein Kapitalistenfreund, er möchte sie wieder führen in die alten kapitalistischen Bahnen. Das heißt, es wurde nicht verstanden. Und was Rudolf Steiner dann machte, war, er sagte, jetzt müssen wir Musterinstitutionen schaffen, denen die Menschen diese Idee ablesen können, die sie sonst dem Gedanken noch nicht, wo sie dem Gedanken alleine noch nicht zu vertrauen vermögen. Und die erste solche Musterinstitution war die Freie Waldorfschule, gegründet aus einem Impuls zur Erneuerung der Gesellschaft insgesamt, der Freiheit, Gleichheit und Geschwisterlichkeit miteinander verbindet. Und die Entscheidung dazu fiel am 23. April, abends nach dem Vortrag, als die Arbeiter fragten, können wir nicht eine Schule haben, die unseren Kindern die Möglichkeit gibt, so zu lernen und so Kopf, Herz und Hand auszubilden, dass sie fähig werden, mehr als wir, diese Welt zu gestalten und zu verändern. Steiner sagte, oder Mold sagte, er werde die Schule finanzieren, wenn Steiner die Leitung übernimmt. Und dann entstand die erste Waldorfschule. Übrigens am Mittwoch war das, am Freitag haben sie das Konzept geschrieben. Am 13. Mai waren sie beim Bildungsminister und haben die Genehmigung bekommen. Im August wurden die Lehrer ausgebildet, im September eröffnete die Schule. Und was da entstand, war total revolutionär. Man muss es sich einfach nur mal für einen Moment bewusst machen. Es wurden eben die Kinder der Arbeiter und die Kinder der Unternehmer oder der Professoren gemeinsam unterrichtet, alle Klassen. Alle Religionen, alle Bekenntnisse, alle Schichten, Buben und Mädchen gemeinsam. Und sie lernten gemeinsam stricken und tanzen und denken und Häuser bauen.
alles das, was man im Leben braucht, völlig jenseits der traditionellen Zuordnungen zu Geschlechtern. Das war so weit voraus seiner Zeit, dass viele es gar nicht verstanden haben. Und es ist heute noch so weit voraus. Und es ist uns nicht bewusst. Die Freie Waldorfschule ist eigentlich ein Wurf bereits einer neuen Welt. Fragen Sie sich zum Beispiel mal, was ist das für eine Schule? Wem gehört sie? Ist es eine staatliche oder ist es eine private? Nein, es ist keine Staatsschule und es ist keine Privatschule. Denn Privatschule heißt, sie gehört einem Eigentümer, der mit Schule Profit machen will, der die Schule möglicherweise dann, wenn sie gut geht, verkaufen kann oder vererben. Das ist alles nicht möglich, sondern Rudolf Steiner schuf eine neue Form von Eigentum, eine neue Rechtsform. Die Schule ist frei und gemeinnützig. Sie ist da für uns, für die, die in und mit der Schule leben, für die Kinder, für die Eltern, für die Lehrer. Keiner kann sie kaufen oder verkaufen. So müsste es eigentlich mit allem in der Welt sein. Es ist eine völlig neue Form, Freiheit und Verantwortung für das Ganze miteinander zu verbinden. Deshalb tut sich der Staat auch so schwer. Und deshalb ist es wichtig, dass wir, wenn wir heute 100 Jahre Waldorf feiern, A, uns zurückerinnern an diese Geschichte, aber B, nach vorne schauen und uns fragen, wie weit sind wir gekommen auf diesem Weg? Und meine Sorge ist, dass wir uns einrichten können in der Nische, die man uns zugesteht. Aber Waldorfschule will mehr. Sie will eben das Schulwesen insgesamt reformieren. Und deswegen meine ich ein paar Punkte. Erstens, wir haben uns zu sehr eingerichtet und wir haben eine eigene Sprache entwickelt. Wir müssen stärker mitreden in der öffentlichen Diskussion über Bildung und Erziehung. Wir müssen mehr dafür Sorge tragen, dass das Bildungswesen sich insgesamt reformiert und dass das, was hier in der Umfrage sich zeigt, dass nämlich 93% der Menschen sagen, ja, wir wollen in diesem Sinne freie Schulen, dass das auch möglich wird. Das heißt zum Beispiel für die Finanzierung der Schulen, es ist nicht hinnehmbar, dass wir als Bürgerinnen und Bürger alle unseren Beitrag leisten über die Steuern zur Finanzierung des Schulwesens, aber dass wir dann noch einmal bezahlen für die Schule, in die wir unsere Kinder schicken. Das Grundgesetz ist an dieser Stelle ganz deutlich. Es sagt, eine Sonderung nach den Besitzverhältnissen der Eltern darf nicht stattfinden. Diese Formulierung wurde immer gegen die Waldorfschulen gekehrt. Verzeihen Sie mir, dass ich das jetzt mal so ausspreche. Lieber Staat, diese Formulierung richtet sich an dich. Denn du, lieber Staat, sorgst dafür, dass diese Sonderung immer noch teilweise stattfindet, indem die einen zahlen müssen und die anderen nicht. Warum nicht Waldorf für alle? Warum nicht ein freies Schulwesen, wo Kinder und Eltern frei entscheiden, in welche Schule sie gehen und wo das Geld der Entscheidung der Eltern folgt und nicht die Eltern der finanziellen Entscheidung des Staates? Das wäre ein wirklicher Schritt nach vorne. Und es wäre ein Schritt nach vorne, nicht nur für uns, für die Waldorfschulen, sondern für das Erziehungswesen insgesamt. Und ich meine wirklich, ich darf ganz kurz meine Frau, die hier auch sitzt, als Beispiel erwähnen, weil sie ist Waldorf-Kindergärtnerin, aber sie hat 10 Jahre einen Gemeindekindergarten geleitet. Und was ist passiert? Bei diesem Kindergarten waren schlagartig viel, viel mehr Anmeldungen, als sie nehmen konnten. Und die anderen Kindergärten klagten, dass ihnen die Kinder verloren gehen. Und es kamen in diesen Kindergarten alle, nicht nur die, die es sich leisten konnten oder die von Waldorf wussten, sondern es kamen türkische Kinder, Kinder aus Afghanistan, Flüchtlingskinder und so weiter. Und er wuchs und wuchs, der Kindergarten, und die Gemeinde war stolz darauf und die Eltern suchten das. Das zeigt, Waldorf geht für alle und ist in der Sache begründet und besser als eine Pädagogik, die Fächer unterrichtet, die Stoff unterrichtet, aber nicht Menschen in den Mittelpunkt stellt. Und deshalb meine ich, 100 Jahre nach Gründung der Waldorfschule müssen wir ganz deutlich sagen, der Weg ist nicht zu Ende, er hat erst begonnen. Wir wollen eine Schule nicht nur für eine wenige, sondern wir wollen
für alle Schichten, für alle Menschen eine offene, freie Schule sein. Wir wollen auch, dass die Lehrer, die an Waldorfschulen unterrichten, endlich einmal nicht nur aus Idealismus tätig sind, sondern dass junge Menschen auch sagen können, ich kann auch gut davon leben. Wir wollen, dass diese Lehrer die bestmögliche Ausbildung bekommen. Ich persönlich meine, Waldorf-Lehrer sein verlangt nicht weniger, sondern verlangt mehr eine viel intensivere Ausbildung, als das an einer anderen gewöhnlichen Schule der Fall ist. Für alles das muss Sorge getragen werden. Freies Schulwesen heißt freie Ausbildung auch für die Lehrerinnen und Lehrer der Schule. Und die Waldorfschule ist ein Schritt hin zu einem anderen Schulwesen und ein Schritt zu einer besseren Welt, zu mehr Freiheit, zu mehr Geschwisterlichkeit, zu mehr Gerechtigkeit auf der Welt. Gehen wir diesen Weg, tun wir den nächsten Schritt. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Wir haben jetzt noch zwei Beiträge, auf die ich mich beide ganz besonders freue. Ich kündige aber nur den ersten an, darum wurde ich gebeten. Und also den zweiten nicht anzukündigen, meine ich damit. Wir werden jetzt Miha Pogacnik hören mit der Partita, die Dur von Bach, die Chaconne, die Moll, sorry. Und Miha Pogacnik habe ich mit diesem Stück vor einigen Jahrzehnten gehört in der Kathedrale von Chartres, wo er das spielte, und danach war es 10 Minuten lang still in dieser unglaublichen Kathedrale. Und 2 Jahre später habe ich das Gleiche nochmal erlebt in Bled, in einer Kirche, die auch eine ganz besondere Kirche ist, und es freut mich außerordentlich, dass er sich bereit gefunden hat, heute für uns das zu spielen. Und ich möchte bei der Gelegenheit nochmal ankündigen, dass heute Abend, wenn der dritte Teil, auf den Sie sich übrigens freuen können, wenn der auch zu Ende ist, dann können einige, die gut zu Fuß sind, es schaffen, in die Kirche zu gehen. Die steht in ihrem Programmheft, der Name ist mir jetzt gerade entfallen. Und da schenkt er uns noch ein Konzert. Für diejenigen, die das dann haben möchten, vielleicht kannst du das selber kurz ankündigen. Und genau, und damit ist dann, wenn der letzte Teil abgeschlossen ist, den ich noch nicht ankündige, ist dann dieser Abschnitt beendet, und ich bitte alle, möglichst pünktlich dann zu der Abendvorstellung hier zu sein. Vielen Dank, Henning. Es ist eine ganz große Freude, nach Gerald jetzt spielen zu dürfen. Ich sehe niemanden, vielleicht kann man da vielleicht Licht ein bisschen verändern. Ja. Denn es sind schon fast 3 Jahrzehnte her, wo wir zusammen, wunderbar, danke, wo wir zusammen einen ganzen transsibirischen Zug füllten und von Berlin nach Ulaanbaatar eine Karawane gestalteten, in der sich zeigte, wie die Kunst in unserer Zeit neu positioniert werden muss. In der sich hineingreift direkt in diese Zone, wo Entscheidungen getroffen werden. Und auf diesem Zug, wir machten ein paar Stationen in ganz Russland, Sibirien, und es ging weiter bis Tibet. Und das hat sich fruchtbar gezeigt. Und nun hören Sie jetzt die Chaconne von Bach, und die ist eigentlich in ihrer Struktur ein heroischer Weg, den wir bedürfen, wenn wir diesen Zielen nachgehen, den Gerald gerade so wunderbar dargestellt hat. Ja, was hört man da? Darf ich Ihren Hörblick nur kurz auf das Thema richten? Noch immer sehe ich niemanden. Können Sie ein bisschen mehr Licht, bitte schön? Ja, mehr Licht. Also, man hört so. Was ist das für eine Kraft? Es geht nach außen. Hören Sie, nach außen. Das Thema, ich behandle nur kurz das Thema, die Essenz, die Identität. Und was dann?
da geht es nach innen. Also zuerst nach außen und dann nach innen. Sie hören schon, wovon ich rede. Von der 11. Klasse der Waldorfschule. Da begegnen die jungen Leute, es ist ein Segen, Parzival-Epoche. Und dort wird gedichtet von den Rittern, von den Mönchen. Ja, also nach außen. Dann nach innen. Was ist das? Erlösung, die Erlösungsfrage von Parsifal Anamfortas. Dieser Tritonus, der wird erlöst. Und das gibt eine besondere Kraft. Dann geht es wieder nach außen. Und nun, also Wolfram von Eschenbach nennt die Gralsritter die Templeisen. Und das ist die Herausforderung in unserer Zeit, dass man sowohl nach außen wie nach innen, wie die Templer, Templeisen. Sehen Sie, die letzte Gestik des Themas. Hören Sie. Was besagt diese Phrase? Die Synthese, den Sinn, den absoluten Sinn. Ich möchte Ihnen überlassen jetzt, Sie werden das 32 Mal durchgehen durch diesen Punkt. Denn es ist Thema und 32 Variationen. Sie werden 32 Mal gefragt, was ist mein Sinn im Leben? Und nun geht es los. Und dann bis heute Nacht. Ja. Ja. Thank you.
Thank you.
Liebe Freunde, verehrte Anwesende, wir schließen diesen Teil ab, dadurch, dass ich einige kleine Gedanken noch hinzufügen möchte. Wir haben schon viel sehr Bedeutendes gehört. Ich werde es nicht zu schwer machen. Aber als ich hier so herumlief, schon heute Morgen, wissen Sie, man kann durch die Stadt ziehen und man ist sehr alleine. Und als ich hier so rumging heute Morgen, da war es, als ob, ja, ist vielleicht ein bisschen sentimental, als ob die Luft erfüllt war von Bedeutung. Es drückte mich aufs Herz so, als ob die Luft schwanger war von, was geschehen würde. Und plötzlich kam mir der Gedanke, wie viele Kollegen, die schon an jener Seite der Schwelle sind, würden ihre Freude haben an so einem Tag. Und bedenken Sie die Arbeit, die Nana Göbel gemacht hat mit der Waldorfschulgeschichte und die Geschichten, wo sie diese hunderte Lehrer, die gewesen sind und diese Waldorfschule in diesen 100 Jahren groß gemacht haben, wie sie die alle wieder sozusagen aus dem Grab geholt hat, sichtbar gemacht hat für uns alle. Und stellen Sie sich jetzt diesen Gedanken vor, die wären jetzt alle hier in diesem herrlichen Rundbau versammelt. Und ich glaube, das liegt gar nicht so weit von der Wirklichkeit. Ich glaube, viele, die jenseits sind, haben eine große Freude. Und das könnte doch für uns auch bedeuten, dass sie uns die Kraft geben, um in die nächsten Jahre an diese Riesenaufgabe weiterzubauen. Ich bin natürlich auch ein Waldorflehrer und die sind natürlich auch immer kritisch, die wissen es besser, also ich weiß auch etwas besser. Learn to change the world. Ich weiß gar nicht, ob man das lernen kann. Man tut's einfach. Und ich werde jetzt Ihnen zum Schluss eine ganz kleine Geschichte erzählen. Ich habe sie leider nicht frei erfunden. Sie hat echt stattgefunden. Also, wenn Sie Ähnlichkeiten in dieser Geschichte vorfinden, ist das kein Zufall, weil sie hat echt stattgefunden. Und ich gebe dieser Geschichte, die echt stattgefunden hat, ein Motto mit von einem der ganz Großen, die in Berlin gewirkt haben. Ich gebe Ihnen das Motto mit, da können Sie wochenlang dran knagen an diesem Satz. Von Fichte: Die äußere Welt ist das versinnlichte Material der Pflicht. Und ich habe sehr lang versucht, diesen Satz zu verstehen. Das ist mir dann nicht gelungen. Aber durch die Geschichte, die ich Ihnen jetzt erzählen will, könnte es Ihnen gelingen, diesen Satz zu verstehen. Hier ist die Geschichte. Ein junger, begeisterter Kollege gründet eine Waldorfschule zusammen mit Freunden in einer Großstadt in diesem Lande. Und Eltern finden sich, ein provisorisches Gebäude findet sich, es findet sich sogar Geld, weil in den ersten Jahren ist der Staat, wie Sie wissen, sehr zögerlich, um zu bezahlen. Und stellen Sie sich vor, es geht denen allen vor den Wind, es geht gut, es geht prima. Und die Schule wächst und hat Strahlkraft, die Kinder sind glücklich, die Eltern froh, dass sie die Kinder auf diese Weise groß sehen werden. Das ist kein gutes Deutsch, dass sie groß sehen werden. Dann kommt sogar die Zeit, dass die Schule aus den Fugen wächst und neu bauen muss.
Und dieser junge Kollege, der das alles sozusagen in sich, um sich herum organisiert und trägt, hat natürlich auch eine Klasse. Und dann wird tatsächlich innerhalb 10 Jahre sogar ein echter Waldorf-Neubau realisiert. Es ist kaum zu fassen. Und der steht und die Kinder kommen und es kommen noch mehr Kinder und also großes Fest und alles geht fein. Und in all diesen Jahren hat er eine Klasse geführt. Jetzt steht der Neubau, die Schule ist sozusagen erwachsen geworden und plötzlich merkt er, dass ihm das Unterrichten schwer fällt. Er hat es schwer, er findet die Kinder lästig, er findet die Kinder, ich will nicht sagen blöd, aber halten wir es mal auf lästig. Und es geht immer schwerer und schwerer und er ist glücklich verheiratet und er vertraut sich seiner Frau an und die sagt, ja, weißt du, das kann passieren. Ich weiß es auch nicht. Geh mal zum Arzt. Und der geht zum Arzt und sagt so, wie es ihm so geht. Und der Arzt fragt, ja, was haben Sie denn all diese Jahre gemacht? Und dann zählt er das auf, was Sie alles getan haben zusammen. Und dann der Arzt kriegt große Augen und sagt, ja, Sie sind natürlich total überarbeitet. Ich schreibe Sie jetzt mal für 3 Monate krank. Gehen Sie mal in die Berge und verschnaufen Sie sich mal, erholen Sie sich mal. Und dieser junge Kollege sagt, herzlichen Dank, schön, und geht nach Hause. Und nachdem die Kinder im Bett sind, geht er zu seiner Frau und fragt sie, du, hast du mich noch lieb? Ja, sagt sie, was für eine doofe Frage kommt da jetzt wieder? Na ja, sagt er, das ist doch schön, um zu hören, dass du mich noch gerne hast. Ja, natürlich habe ich dich gerne, was ist denn los? Ja, sagt er, würdest du so lieb sein, in den kommenden Wochen bei mir im Klassenzimmer zu sitzen? Na ja, sagt sie, wenn du das willst, ja, warum auch nicht? Ja, sagt er, das wäre schön. Und am nächsten Tag ist er wieder in der Schule, hat seine Klasse, die inzwischen eine 8. ist oder so, und seine Frau sitzt hinten im Klassenzimmer und er unterrichtet, alles geht, wie es gehen muss. Und wenn dann die erste Pause ist und die Kinder draußen, schießt sie von hinten nach vorne und sagt, du, kannst du nicht mal freundlich zu diesen Kindern sein? Du bist ja schrecklich, wie du da stehst. Miesmäulig. Die Kinder wollen doch ein nettes Wort von dir hören. Ach so, sagt er, ja, ich bemühe mich. 2. Tag. Na ja, weißt du, also bei dir würde ich auch nicht gerne lernen. Kannst du nicht mal einmal am Tag einen Witz machen? Ach so, ja, sagt er, ich werde mich bemühen. Dann kommt der 3. Tag und dann sagt sie, na, weißt du, wenn die Schüler dann weg sind, sagt, na ja, weißt du, du warst jetzt schon auf jeden Fall ein Stück freundlicher, das geht gut. Aber kannst du vielleicht auch im Unterricht etwas Originelles machen, wo die Kinder sich drauf freuen und denken, oh, das haben wir noch nie gehabt. Na, sagt er, du willst wohl einiges. Ja, dafür hast du mich gefragt. Und so geht das einige Wochen. Stellen Sie sich vor, nach 3 Wochen hat sie nichts mehr anzumerken. Sie sagt, so kenne ich dich, auch zu Hause. Sehen Sie, und er war nicht 3 Monate in den Bergen, er war mit der Schule, es ging weiter und er hatte ein Stück Welt verändert durch sich selbst. Jetzt kommt Fichte nochmal. Die äußere Welt ist das versinnlichte Material der Pflicht. Ist das nicht ein herrliches Motto für die nächsten 100 Jahre? Henning bittet Sie,
sehr pünktlich für die Abendveranstaltung wieder zurück zu sein. Vielen Dank.